Und als würden die Kämpfe in der Ukraine nicht schon genug Leid hervorrufen, hat ein anderer Krieg innerhalb von wenigen Tagen vieles unserer Ansichten auf den Kopf gestellt. Der Horror im Irakkrieg. Mit zigtausend Menschen, die von extremistischen IS-Kämpfern flüchten. Die Bilder von weinenden Vätern, die nur noch Fotos von ihren Kindern und diese grausamen Erinnerungen an deren letzten Momente mit ihnen im Kopf haben. Solche Schicksale haben vieles verändert. Die USA machen das, was sie angeblich nie wieder wollten. Sie sind zurück im Irak mit Luftschlägen und Waffenlieferungen. Und sogar in Deutschland wird diskutiert über humanitäre Hilfe bis an die politischen, moralischen und juristischen Grenzen des Erlaubten. Wir sehen Bilder und lesen von Verbrechen. Krieg geht mit einer geistigen Mobilmachung einher. Ohne Zweifel haben wir im Moment in fast allen deutschsprachigen Medien eine Art mediale Mobilmachung. Ich habe den Krieg in der Ostukraine und die Militärschläge in Nordirak erwähnt. In meinem Gewissen herrschen auch die Bilder von furchterregenden Bombardierungen entlang der Grenze Israels und des Gazastreifens. Die Hamas steht politisch und militärisch so schwach wie nie zuvor in ihrer Geschichte da. Israel will nun die Gunst der Stunde nutzen und die Hamas so nachhaltig zu schädigen, dass diese langfristig keine Gefahr mehr darstellt. Israel bedient sich bei diesem völkerrechtswidrigen Krieg über Mittel, die wir deutlich verurteilen müssen. Im Moment erleben wir eine Rückkehr eines mythischen Weltbildes statt eines rational aufgeklärten Weltbildes. Normalerweise sollten ein aufgeklärter Staat aufgrund Mutmaßungen keine politischen Entscheidungen fällen. Dass wir das trotzdem tun, auch hier in Deutschland, ist, soweit ich sehe, ein einmaliges politisches Fehlverhalten in der europäischen Außenpolitik. In der Bismarck-Zeit oder unter der Habsburger Herrschaft galten Kriege nicht grundsätzlich als moralisch verwerflich. Wie gesagt, damals. Die Einheit des Deutschen Reiches ist durch einen Sieg gegen Frankreich entstanden. Und so gehörte der Krieg damals zur Realpolitik. In diesem Geiste hat man noch 1914 geglaubt, man könne einen Krieg gegen andere Großmächte gewinnen. Die Erfahrung aus zwei Weltkriegen hat gezeigt, dass man Angriffskriege in Europa nicht mehr gewinnen kann. Das hat Europa pazifiziert. Der zweite Grund, der Europa friedlich gemacht hat, ist die Tatsache, dass es in Europa nichts mehr zu holen gibt. Für Öl lohnt es sich noch Kriege zu führen, aber nicht für das bisschen Kohle oder andere Rohstoffe, die es noch in Europa gibt. Der dritte Grund für den Frieden in Europa ist die Tatsache, dass wir so wenige Kinder haben. Kinder haben heute einen unglaublich größeren Stellenwert in der Gesellschaft als damals. Wenn es in Europa Kriege gäbe, würden die Mütter ihre Kinder nicht hinschicken. Kriege gibt es vor allem dort, wo es zu viele unversorgte, perspektivlose junge Menschen gibt, zum Beispiel in der arabischen Welt. Früher waren in Europa Mütter noch stolz, wenn sie ihre Söhne für das Vaterland sterben ließen. Wer tut das bitte heute? Ich glaube, keine Frau, keine Mutter mehr. Das sind drei wichtige Unterschiede, die Europa für die Zukunft friedlich machen. So möchte ich diese Friedenswache beginnen. Wir haben drei tolle Redner und ich freue mich sehr darauf, auf Petra Mschajel. Ja, hallo Leipzig, hallo liebe Leute. Schön, dass ihr hier seid. Ich bringe euch auch viele Grüße aus Berlin, aber auch aus vielen anderen Städten. Wir sind jetzt jeden Montag in über 100 Städten, wo wir zusammenstehen und für den Frieden, für eine andere Welt mahnen.
Ich war auch schon vor ein paar Wochen hier und ich fühle mich der Stadt Leipzig sehr verbunden. Das ist eine Stadt, von der wirklich große Bewegungen immer ausgegangen sind. Damals waren wir viel mehr, heute sind wir nicht so viele. Ist in Berlin übrigens ähnlich. In anderen Städten kommen aber mehr Leute. Ich finde, es ist auch normal, wenn man eine lange anhaltende Bewegung gemeinsam gestalten will, geht es nicht immer weiter nur aufwärts, ab und zu geht es auch wieder runter. Aber ich bin zuversichtlich und ziemlich sicher, dass wir auch wieder bald mehr werden, weil leider die Gründe, warum wir auf die Straße gekommen sind, die sind leider immer noch so aktuell wie noch nie. Leider hat sich nichts gebessert. Wir sind ja auf die Straße gegangen, weil seit Monaten wir eigentlich nichts anderes hören als Krieg. Wenn man die Nachrichten anschaut, Nachricht 1 bis 5 ist irgendwie Krieg hier, Konflikt da, Bürgerkrieg hier, Krieg dort und dann kommt irgendwie noch als Nachricht 8 irgendwie Wetter. Das ist doch nicht okay. Das ist, in welcher Welt leben wir eigentlich, wo Krieg so zum beherrschenden Thema geworden ist. Und ausgerechnet in einer Welt, wo man dachte, oder wo es versprochen worden ist, nach 89, als der Kalte Krieg vorbei war, dass jetzt eine Ära von friedlicheren Weltordnung kommen wird. Dass Kapitalismus gewonnen hätte und jetzt die Welt mit Wohlstand und Frieden zu rechnen hätte für die kommenden Jahre, Jahrhunderte. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen, wie die Welt immer ungerechter wird, wie die sozialen Probleme immer schlimmer werden und Krieg leider immer mehr zum Alltag wird. Statt eine Weltordnung des Friedens, der Kooperation, was man so dachte, was die Globalisierung mit sich bringen wird, erleben wir jetzt eine Situation, die einem wirklich Angst und Bange machen kann. Sogar der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, der jetzt nicht unbedingt ein Pazifist oder Friedenstaube war, vergleicht die heutige Situation in der Welt mit der Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Wir sehen, wie Großmächte, alle bis an die Zähne bewaffnet, aufeinander prallen, Stellvertreterkriege ständig zunehmen und immer mehr auch Akteure auftreten, die überhaupt nicht mehr kontrollierbar sind. Ich meine, die Banden, die in der Ukraine rumlaufen und marodieren, man weiß nicht mehr genau, wer die kontrolliert, geschweige denn der Islamische Staat im Irak. Wir wissen aber, dass in all diesen Kräften, die Krieg treiben, die Großmächte ihre Finger im Spiel haben, dass es immer die Großmächte waren, und zwar nicht vor allem der Westen, aber nicht nur der Westen, auch der Russland, auch andere große und regionale Mächte, die solche Kriege anzetteln, um geopolitisch mehr zu gewinnen. Besonders dramatisch ist allerdings die Entwicklung auch hier in Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland hat aufgrund ihrer Geschichte eigentlich eine friedenspolitische Verpflichtung. Und man dachte, es wird vom deutschen Boden, darf nie wieder Krieg ausgehen. Das ist seit 99 leider vorbei. Und was wir erleben in den letzten Jahren, ist, dass Deutschland immer mehr ihre Außenpolitik militarisiert, dass Waffen, Militär zur Normalität der Politik und der Außenpolitik werden. Deutschland ringt wieder um eine neue imperiale Souveränität. Und diese imperiale Souveränität wird Tag für Tag forciert, begleitet von unseren politischen Eliten, aber auch begleitet von Medien und Meinungsmachern. Deutschland hat heute die drittgrößten Militärkontingente auf der Welt. Wir sind der drittgrößte Rüstungsexporteur in der ganzen Welt. Und es gab mal so die Ansage, niemals Waffen in Krisenregionen. Ist alles vorbei. Deutsche Waffen werden überall hingeschickt. In Krisenregionen, an Diktatoren. Und inzwischen weiß man, aber es ist auch öffentlich gewesen, dass hochmoderne deutsche Waffen, europäische Waffen, an Diktatoren wie Saudi-Arabien, wie an Katar geliefert worden sind. Man weiß aber auch, dass diese Länder diejenigen sind, die die extremistischen, islamistischen Terrororganisationen, nicht nur Al-Qaida, sondern auch der Islamische Staat, gerade hochgerüstet haben. Es sind deutsche Waffen, die jetzt im Irak eingesetzt werden. Es ist die Folge der deutschen Rüstungspolitik, die zur Entstehung von ISIS geführt hat. Und jetzt sollen wieder deutsche Waffen geliefert werden, um die zu bekämpfen. Das ist eine irrsinnige Spirale und die gehört gestoppt. Und was wir in den Mahnwachen auch immer versucht haben, ist darauf hinzuweisen, dass Krieg
mit dem Wirtschaftssystem zu tun hat, in dem wir leben. Es würde so getan, als so freie Marktwirtschaft so an sich zu Demokratie und Wohlstand und Frieden führen wird. Doch wir leben genau das Gegenteil. Es ist der kapitalistische Wettbewerb, der auch mit Krieg zu tun hat. Wir leben in einem System, der nicht Wohlstand für alle bringt, sondern das globale Reichtum immer ungerechter verteilt wird. Wir leben in einem System, der auf Ausbeutung basiert. Immer mehr Menschen werden immer mehr in unsicheren Verhältnissen gedrückt. Kapitalismus heißt aber auch ein Zwang zum wirtschaftlichen Wachstum. Immer mehr soll Wachstum geben. Alle Parteien erzählen immer mehr Wachstum, mehr Wachstum. In diesem Wachstumszwang werden unsere natürlichen Grundlagen der Umwelt zerstört. Und die Umweltkatastrophe bringt natürlich auch wieder militärische Konflikte mit sich. Wenn die Lebensgrundlagen kaputt gehen, wenn die so knapp werden, werden Menschen in solchen Elend gedrückt und nächste militärische Konflikte sind vorprogrammiert. Und natürlich ist es so, dass der heutige Wirtschaftssystem so extrem auf fossile Ressourcen basiert, dass der Kampf um die letzten fossilen Ressourcen, um Öl, um Gas, immer aggressiver wird. Diese letzten Ressourcen wird in einer Art fast apokalyptischen Auseinandersetzung führen. Wer kriegt den Zugang zu letzten Erdölreserven? Wer kriegt die letzten Gasressourcen? Wir brauchen das Wissen auch eigentlich schon. Das haben die Wissenschaftler schon längst erarbeitet. Wir brauchen schon so lange ein anderes Wirtschaftssystem, das nicht mehr auf Wachstum basiert und nicht mehr auf fossile Energieträger. Wir brauchen schon lange eine Energiewende, eine nachhaltige Produktionsweise. Und das wäre auch eine Grundlage für Friedenssicherung, wenn wir von diesem wachstumsorientierten, ölbasierten Wirtschaft wegkommen würden. Kapitalismus heißt Wettbewerb. Und leider ist es so, dass Wettbewerb zwischen Staaten, und das wird immer härter, wie gesagt, weil es um Ressourcen geht, aber auch um Märkte. Wer kriegt die letzten Märkte, wenn die Märkte knapp geworden sind? Die Zeiten der Wirtschaftskrise. Dass der Wettbewerb zwischen Staaten letztlich auch immer mit militärischer und geopolitischer Stärke ausgefochten wird. Und den Trend, den wir heute weltweit erleben, dass überall aufgerüstet wird. Es ist Bundesrepublik rüstet auf, USA modernisiert ständig ihre Waffen, die führen es nur noch, wollen Drohnenkriege führen, als würden wir in einer bösen Science-Fiction-Welt leben. Aber auch Russland modernisiert und rüstet ständig ihre Truppen auf. China führt eine gigantische Aufrüstung durch. Japan ist gerade dabei, sich weiter aufzurüsten. Indien modernisiert ihre Waffen und so weiter und so fort. Das ist letztlich die Folge einer immer härter werdenden wirtschaftlichen Wettbewerb. Und dieses Wettbewerbssystem ist eine wichtige Ursache der Kriegspolitik, die wir heute erleben. Imperialismus, Kriegspolitik, ist die Fortsetzung der kapitalistischen Wettbewerbslogik mit anderen Mitteln. Wir brauchen aber eine andere Welt. Wir wollen eine friedliche Welt und eine andere Welt ist möglich. Das sind die Motive, die uns auf die Straße gebracht haben. Und es ist so ermutigend, wenn wir sehen, dass seit über 20 Wochen, jetzt fast ein halbes Jahr, gehen Menschen auf die Straße, Woche für Woche. Und zwar überall. Immer neue Mahnwachen entstehen. Aber auch nicht nur wir, auch andere Menschen, andere Organisationen beginnen mehr zu tun, auf die Straße zu gehen, mehr Nein zu sagen. Und das ist die erste Aufgabe, das ist das Erste, was wir uns gestellt haben, dass wir auf die Straße gehen, um Nein zu sagen, um zu sagen, diese Eliten, diese politischen Entscheidungsträger, sie repräsentieren uns nicht. Das, was dort gemacht wird, findet nicht in unserem Namen statt. Und das, was da auch verbreitet wird, in Medien, von politischen Meinungsmachern, von politischen Entscheidungsträgern, das ist oft so gelogen. Und diese Lügen, diese Verblendung der Bevölkerung, dem stellen wir uns entgegen. Wir wollen eine Aufklärung betreiben. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir uns mit diesen Mahnwachen gestellt haben. Und das tun wir Woche für Woche in 100 Städten, auf den zentralen Marktplätzen, in der Innenstadt. Stellen wir eine Stimme des Neins dar und wollen die Menschen aufklären, wollen die Menschen wachrütteln, dass das, was uns erzählt wird, nicht immer wahr ist. Dass wir gemeinsam
die Wahrheit rausfinden müssen, weil das, was die Medien uns über Ukraine erzählen, nicht stimmt. Das, was sie uns über Gaza erzählen, auch nicht mehr stimmt. Und das, was sie uns über Irak erzählen, auch alles verkürzt ist. Wir sind die Stimme des Neins und wir sind die Stimme der Aufklärung. Wir sind auch zusammengekommen, weil wir eine andere Kultur entwickeln wollen. Wir erleben die Entstehung, also eine Kultur des Krieges, auch in der Gesellschaft immer mehr zunimmt. Eine Kultur des Gegeneinanders. Was in der Schule schon los ist, an Mobbings, was man von Geschichten erzählt. Wie Kinder schon anfangen, gegeneinander vorzugehen. Wir haben auch auf dem Arbeitsplatz, was zwischen Nachbarn, wie immer aggressiver wird die Gesellschaft. Weil natürlich die Menschen auch verunsichert sind. Und aus Angst entsteht auch die Kultur des Krieges. Aus Angst entsteht auch Aggression. Und wir mit den Mahnwachen haben uns zum Ziel gesetzt, die Aufgabe gesetzt, eine andere Kultur zu beginnen. Eine Kultur des Friedens, eine Kultur des Miteinanders, eine Kultur der Kooperation. Und diese Kultur des Friedens, darüber sprechen wir, das fordern wir, aber das leben wir auch. Und das ist das Wichtige. Wir warten nicht, wir beginnen das zu leben. Ein neues Miteinander als ein Alternative, als ein Zeichen, als vielleicht auch ein Flaschenpost für die nächsten Generationen. Aber ich denke, und wir sind auch gerade dabei, dass wir auch über Aktionen nachdenken sollten. Wir sind hier, wir kommen zusammen, wir klären auf, wir sagen nein, wir wollen ein anderes Zusammenleben. Aber wir beginnen auch in Aktionen zu treten, die darüber hinausgehen. Dass wir auch beginnen, dorthin zu gehen, wo die Kriegstreiber sitzen. In Hamburg hat es vor 2,5 Wochen eine Aktion gegeben vom Friedensnetz, gemeinsam mit den Mahnwachen, vor der Zentrale vom Spiegel. Der Spiegel, also vielleicht wichtigste deutsches Leitmedium und Meinungsmacher, hat in den letzten Wochen und Monaten eine unglaubliche Kriegspropaganda betrieben. Als sie die Toten des Flugzeugabstürzes abgebildet haben mit Stopp Putin jetzt, obwohl es überhaupt nicht klar ist, warum dieses Flugzeug abgestürzt ist, ist es nichts anderes als Kriegsvorbereitung, als Hetze. Und ich fand das eine richtige und mutige Aktion des Hamburger Friedensnetz mit der Mahnwache hinzugehen und sagen, stoppt eure Kriegspropaganda und zwar vor deren Haustür. In Düsseldorf planen jetzt die von den Mahnwachen eine Aktion, einen Besuch des Landtags von Nordrhein-Westfalen, gegen die Freihandelsabkommen TTIP, die dort auch mit diskutiert werden. Sie wollen den Landtag quasi belagern, weil diese Politik nicht im Interesse der Bevölkerung ist. Und es gibt viel mehr Ziele, wo wir hingehen könnten. Zum Beispiel im Altmark, wo es jetzt einen Truppenübungsplatz aufgebaut wird für die Bundeswehr. Ein aufgebaut übrigens von Rheinmetall, wo die Bundeswehr jetzt Guerillakampf übt, um in Städten eingesetzt zu werden, wo man sich fragt, naja, die war eigentlich für Landesverteidigung da, jetzt übt sie Guerillakrieg, wofür eigentlich? Das ist nicht in unserem Interesse und ich denke, wir können darüber nachdenken, ob wir auch nicht diesen Truppenplatz einen Besuch abstatten. Oder Rüstungskonzerne, die in aller Welt ständig Waffen hinliefern, auch die sollten wir meiner Ansicht nach besuchen vor ihrer Haustür und sagen, stopp damit. Wir von den Mahnwachen sind auch auf die Straße gegangen für eine wirkliche demokratische Kultur. Weil wir merken, die Eliten, die Meinungsmacher, die politischen Entscheidungsträger, sie handeln nicht in unserem Interesse. Und es ist auch nicht mehr demokratisch kontrollierbar. Wir stehen für Demokratie von unten. Und diese Demokratie von unten entsteht auf den Plätzen, wo wir zusammenkommen. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir gemeinsam entwickeln sollten. Eine neue Kultur der Partizipation, der gemeinsamen Gestaltung, dass wir beginnen, die Mahnwache gemeinsam zu gestalten, dass wir aber auch anfangen, unsere Nachbarschaft, unsere Umgebung gemeinsam zu gestalten, dass wir gemeinsam eine Kultur der Demokratie von unten ringen. Und letzter Punkt, wir sind nicht alleine hier in Deutschland. Überall auf der Welt wehren sich Menschen gegen diese kriegerische und kapitalistische Politik. Wir sind nicht nur in eine neue Ära des Imperialismus.
Wir sind auch in eine neue Ära von Protest und Widerstand. Wir haben viel erlebt in den letzten Jahren, vom arabischen Frühling über den Protest in Südeuropa, aber auch in den letzten Tagen und Wochen erleben wir ermutigenden Protest quer über die Welt. In London waren 100.000 Menschen gegen den Gaza-Krieg auf der Straße. Und vorgestern, das hat mich besonders ermutigt, waren 10.000 Menschen in Tel Aviv gegen den Gaza-Krieg auf der Straße. Diese Menschen verdienen einen hohen Respekt, die in Tel Aviv demonstriert haben, weil man kann sich kaum vorstellen, welchen Druck diese Menschen dort ausgesetzt sind. Wir sind eine globale Bewegung und wir sollten zusammenkommen, ein Chor werden für eine Globalisierung von unten, für eine Globalisierung des Friedens und eine Globalisierung der Gerechtigkeit und Freiheit. Vielen Dank, Leipzig. Macht weiter. Wir machen in Berlin weiter und überall sonst. Und wir sehen uns wieder jeden Montag. Keine Frage. Dankeschön. Danke, Bertram. Komm bitte wieder und renn nicht gleich weg, auch wenn du es im Zug musst. Aber ich melde auch gleich den Jürgen Kasek an, weil der hat es auch wieder schon wieder eilig. Also komm schnell ran, mach weiter. Hallo zusammen. Einige wird das vielleicht überraschen, dass ich heute hier spreche, weil für die, die länger dabei sind, die werden das vielleicht mitbekommen haben, dass ich am Anfang aus bestimmten Gründen zu den Kritikern dieser Veranstaltung gehört habe, weil auf einer der ersten Punkte, wo ich war, ebenfalls Petran gesprochen hat und damals gesagt hat, es ist absolut notwendig, wenn man das, was man macht, diese Kapitalismuskritik, diese Kritik an Imperialismus und Gewalt auf eine analytisch saubere Basis zu stellen. Und das, was ich ganz oft zwischendurch erlebt habe, war, dass es genau diese analytisch tiefgreifende Basis einfach nicht gegeben hat, sondern ganz oft bestimmte Fragen mit Freund, Feind, binären Denken beantwortet wurden. Dass immer in den ganzen Konflikten aufschimmert, es muss einen Guten und einen Bösen geben. Und ich an der Stelle eben nicht sagen kann, so funktionieren Konflikte. Und wenn wir uns die Konflikte auf der Welt anschauen, und wenn wir uns die drei großen Konflikte, um die es momentan geht, anschauen, um den Konflikt in Israel, um den Konflikt im Irak und um die Ukraine, dann ist es verdammt schwer, an irgendeiner Stelle zu sagen, der ist schuld oder der ist schuld. So kann das nicht funktionieren. Und das überrascht mich immer wieder, wenn man feststellt, und das ist eigentlich die erste Feststellung, die man treffen muss, dass wir vor allen Dingen auch hier in Europa, in Deutschland, einen Propagandakrieg haben. In all diesen Krisengebieten werden Bilder produziert. Die Hamas produziert Bilder, indem sie sich zurückzieht in Wohnsiedlungen und sich hinter Zivilisten versteckt und produziert damit die Bilder der Israel Defense Force, wie die ihre Raketen in Wohngebiete schießt. Völkerrechtswidrig. In der Ukraine werden Bilder produziert und zwar je nachdem, auf welches Medium man zurückgreift, hat man dort die verschiedenen Bilder. Man kann dort etwa auf die russischen Nachrichten gehen, die uns das Bild vermitteln, dass die ganzen Proteste in der Ukraine alles komplett durch Faschisten besetzt wären. Man kann auf die andere Seite gehen, Petram hat das ja gerade gesagt, hat den Spiegel zitiert, der uns dann deutlich erklärt, man müsse endlich Putin stoppen. Und es wird so getan, als gäbe es an der Stelle eine einfache Antwort auf die Frage, wer denn eigentlich verantwortlich ist und wir müssten uns nur für eine Seite entscheiden. Die Wahrheit an der Stelle ist aber deutlich komplizierter. Die Wahrheit funktioniert so nicht. Und schon einer der ersten und grundlegenden Sätze war, die Wahrheit ist so ein eminent wichtiges Gut, dass sie im Krieg unter einem Meer von Lügen versteckt werden muss. Genau das ist das, was wir erleben. Und es verwirrt mich ehrlich gesagt sehr stark, wenn dann auch hier Redebeiträge kommen, die deutlich sagen, die westlichen Medien versuchen uns zu manipulieren. Die westlichen Medien bilden nicht das ganze Bild ab. Ein Satz, den ich an jeder Stelle unterschreiben würde. Aber wenn man dazu kommt und sagt, die westlichen Medien bilden nicht das ganze Bild ab, wer immer diese westlichen Medien in der Gänze sind, weil es gibt nicht die westlichen Medien, es gibt konservative Medien, es gibt liberale Medien, da kann ich nicht sagen, die westlichen Medien, dann ist es doch verwirrend, auf der einen Seite zu sagen, wenn die westlichen Medien uns also nicht das ganze Bild sagen, warum sollten andere Medien, also etwa russische Medien in dem Ukraine-Konflikt dann die ganze Wahrheit sagen?
Warum? Beide Seiten vertreten hier geopolitische Interessen. Beide Seiten kämpfen um ihre Einflusssphäre. Und oft genug ist gesagt worden, wer an welcher Stelle Völkerrecht gegen das Völkerrecht verstoßen hat. Ja, es war rechtswidrig, dass die NATO ihre Basen in der Ukraine und um Russland errichtet hat. Die NATO hatte sich mit der Wiedervereinigung Deutschlands gegenüber Russland verpflichtet, einen Sicherheitskorridor zu halten. Es war rechtswidrig. Aber ebenso ist es rechtswidrig gewesen, völkerrechtswidrig, dass Russland die Krim einverleibt hat. Und da kann man lange über das Referendum diskutieren. Das Referendum war jedenfalls nicht auf den Grundlagen des Völkerrechts fassend. Und das können wir an der Stelle feststellen. Inzwischen wissen wir, die Separatisten haben es eingeräumt, sie werden von Russland unterstützt. Aber was sagt uns diese Nachricht, losgelöst von allem? Was sagt uns das alles? Wir wissen, es gibt einen Teil von Menschen in der Ukraine, die sich eher in Russland sehen, und es gibt einen Teil von Menschen, die aus guten Gründen gegen das Regime von Janukowitsch aufgestanden sind und die eher zum Westen tendieren. Und welches Recht hat eine der beiden Seiten, jetzt Waffen zu liefern und diesen Konflikt anzuheizen? Welches Recht haben wir zu beurteilen, was richtig und was falsch ist? Und warum gibt es so viele Menschen, die genau an dieser Stelle sich für eine Seite entscheiden und ganz willfährig eine bestimmte propagandistische Meinung verteilen? Warum werden überall Bilder von den Toten gezeigt? Der Krieg ist auch ein Krieg der Bilder. Und was macht das eigentlich mit uns, wenn wir den Fernseher anmachen, wenn wir die sozialen Netzwerke aufmachen und überall Tod und Gewalt sehen? Was macht das eigentlich mit uns? Was macht das mit uns, wenn wir für die Jüngeren in den sozialen Netzwerken bei Facebook sehen, für die Älteren bei der Tagesschau oder in der Zeitung und dort die Bilder etwa im Irak-Konflikt sehen von IS, des Islamischen Staates und den Köpfen, die das genau deswegen als Propagandamittel einsetzen, um deutlich zu machen, dass sie unglaublich brutal sind und damit eine Abschreckungswirkung entfalten. Was macht das eigentlich an der Stelle mit uns? Stumpft es uns nicht ab? Ist es nicht genau das, was wir erleben, warum es nur hier heute vielleicht 100 sind, wenn es hochgerechnet ist? Weil diese Bilder von kriegerischen Auseinandersetzungen inzwischen das Dasein bestimmen und die Aufregung in dem Moment des militärischen Zusammenstoßes extrem groß ist und die Bereitschaft zu sagen, ja, wir engagieren uns, sehr groß ist, und wir uns dann Schritt für Schritt daran gewöhnen. Das ist nämlich genau das, was der Soziologe Harald Welzer feststellt, wenn er sagt, es verschieben sich die Normalitätsvorstellungen. Wir sehen den Krieg, wir nehmen den Krieg wahr, und in dem Moment, wo wir den Krieg wahrnehmen, über einen langen Zeitraum, wird diese Auseinandersetzung, wird das Töten von Menschen für uns normal. Und das ist das Problem. Und deswegen ist es an der Stelle umso wichtiger, sich immer wieder dessen klar zu werden, dass es erstens nicht die eine Wahrheit gibt, dass es zweitens ein Krieg der Bilder ist und dass es drittens umso notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen und das auch nach außen zu tragen. Und immer wieder, egal bei welchem Konflikt, egal ob es ein militärischer Konflikt ist oder auch nur ein verbaler Konflikt, der oft genug die Grundlage ist, einzuschreiten und deutlich zu machen, dass der Weg zum Frieden nur der Frieden als solcher sein kann. Danke. Ja, das war der Rainer Kasek. Wir können nachher viel diskutieren, merke ich schon. Es waren teilweise waren einige Punkte in der Vorrede und in dieser Rede drin, wo wahrscheinlich die Redner selber sich vielmehr noch die ganze Sache ausdiskutieren wollen würden. Geht aber jetzt nicht, weil jetzt kommt der Rainer Braun, ist extra nach Leipzig angereist, ein jahrzehntelanger Friedensaktivist. Rainer, komm bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Friedensfreunde und Friedensfreunde, besser, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir sollen uns ja als erstes selber vorstellen, das will ich dann auch gern machen. Mein Name ist Rainer Braun, ich bin der Geschäftsführer der Juristinnen und Juristen gegen Atomwaffen für zivile Konfliktbearbeitung und einer der Sprecher der Kooperation für den Frieden. Die Kooperation für den Frieden ist ein bundesweiter Zusammenschluss
von ca. 60 der bundesweit arbeitenden Friedensorganisationen und Gruppierungen, von Pax Christi über die Ärzte bis aus dem evangelischen Bereich, Basisorganisationen und Gewerkschaften, die sich für Frieden engagieren. Mein Thema ist Irak oder der globale Nahe Osten. Und ich will mal vorausschicken, bei aller Analyse und allen Schwierigkeiten, Situationen zu analysieren, gibt es doch ein Kernkriterium, nach dem wir uns entscheiden. Dieses Kernkriterium ist, dient es dem Frieden, bringt es uns dem Frieden näher oder ist es Krieg und führt zu Krieg? Und dieses Kernkriterium ist weder oberflächlich noch verschiebbar. Das war nicht verschiebbar, als Rot-Grün Serbien bombardierte. Da haben wir gesagt, das ist völkerrechtswidriger Krieg. Das war nicht verschiebbar, als in Afghanistan interveniert wurde und das angeblich die Befreiung der Frauen war. Und das war nicht verschiebbar, als die Amerikaner völkerrechtswidrig in den Irak einmarschierten. Und so ist das heute und niemals verschiebbar. Und nach diesen Kriterien entscheiden wir. Und anhand dieses Kriteriums, dient es dem Frieden oder nicht, analysieren wir. Und dafür benutzen wir unseren eigenen Kopf. Und das haben wir gelernt, mit unserem eigenen Kopf zu tun. Und wir tun das gegen den Mainstream der Medien, wir tun das gegen die offizielle Politik und wir tun das manchmal auch gegen ganz schön massiven Druck um uns herum. Aber wir haben niemals darauf verzichtet, mit unserem Kopf für den Frieden zu analysieren. Und das sollten wir auch niemals aufgeben. Das ist verdammt einseitig, weil es ist einseitig für den Frieden. Aber wenn wir das aufgeben, geben wir auf, wofür wir hier stehen, nämlich uns für den Frieden zu engagieren. Und das sollten wir niemals tun. Deswegen plädiere ich für Einseitigkeit, für Engagement und für den Nutzen unseres eigenen Kopfes. Und ich will vielleicht mal erinnern, wie notwendig das ist. Und damit bin ich auch schon bei Irak. Wir leben ja zurzeit wieder einen Medienhype zum Krieg, wie wir in dieser Dimension ihn schon lange nicht mehr hatten. Wer diese Woche den Spiegel aufmacht, der Spiegel trieft vom Blut, das fließt und von dem und das noch mehr Blut fließen soll. Und deswegen müssen wir überall mitschießen und erst recht ordentliche Waffen liefern, überall auf der Welt. Und wenn wir die Tagesschau oder heute angucken, wird auch nur noch darüber spekuliert, wann gehen wir denn wohin? Und wenn wir dann uns mal diesen Konflikt angucken und mal fragen, was sind das eigentlich für Waffen, mit denen die ISIS Verbrechen verübt, dann kann ich aufzählen, wo diese Waffen herkommen. Die kommen als allererstes aus den Vereinigten Staaten von Amerika, nämlich die ISIS-Leute haben das der irakischen Armee geklaut. Die kommen als zweites aus den USA, bezahlt von Katar und Saudi-Arabien, die sie dort hingeliefert haben. Und die kommen als drittes aus der Türkei. Nämlich über diese Grenze werden sie wieder in den Irak geliefert, weil die Türken hoffen, dass die ISIS-Leute damit Assad stürzen. Also kommen diese Waffen als allererstes aus der NATO. Das sind nämlich NATO-Waffen. Und dann, bitteschön, sollen wir da noch mehr Waffen hinliefern? Jetzt sollen wir den anderen Waffen liefern. Jetzt sollen wir den Kurden Waffen liefern, weil die ja zu schwach sind. Und dann liefern die Saudis den ISIS-Leuten noch mehr Waffen und beide schaukeln sich auf dem nächsten Niveau hoch und die schießen sich mit noch moderneren Waffen tot. Das ist doch so, als wenn ich dem Alkoholiker, damit er endlich aufhört, Schnaps zu saufen, noch mehr Schnaps gebe, damit er irgendwann trocken wird. Das kann nicht funktionieren und führt doch zu mehr Krieg und immer tiefer in den kriegerischen Sumpf hinein. Und deswegen gibt es auch keinen begründbaren Waffenexport und keinen Rüstungshandel, der durch irgendwas legitimierbar ist. Und deswegen ist die Urforderung, unsere alte Urforderung, Waffenhandel und Rüstungsexporte einstellen. Wenn das heute überall geschehen würde, dann würde dieser Krieg doch in 4 Wochen zu Ende sein, weil die alle keine Munition mehr hätten. Dann hätten wir den Sumpf trockengelegt. Es wären zwar immer noch 4 grausame Wochen, aber dann würde man doch einer Lösung
wo die merken, sie haben keine Waffen mehr, sie müssen möglicherweise miteinander reden und was anderes machen, doch endlich einmal näher kommen. Und von daher ist Waffenhandel und Rüstungsexport in diese Region das Schlimmste und das Schlechteste, was wir machen können. Übrigens sehen das kritische Kurdinnen und Kurden auch. Wer es mal lesen will, heute ist ein großes Interview in der Jungen Welt, wo eine kluge Kurdin sagt, Waffenhandel nützt nur dazu, dass noch mehr geschossen wird, dass noch mehr umgebracht wird. Auch dort wird es gesehen, wo ich da noch nachvollziehen kann in ihrem tagtäglichen Erleben, dass sie uns um Hilfe bitten. Nein, wir müssen helfen. Jetzt komme ich zur zweiten Hilfe. Helfen wir denn? Hat die Türkei die Grenze aufgemacht? Nein. Hat das Barzani Kurdistan im Nordirak die Grenze aufgemacht? Nein. Und wo sind die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen? 10.000 Syrer wollten wir nehmen, 4.000 sind noch nicht mal da, weil die Bürokratie alles killt. Wenn wir helfen wollen, haben wir viele Möglichkeiten. Öffnen wir als allererstes unsere Grenzen. Sorgen wir dafür, dass die Grenzen dort geöffnet werden und die Flüchtlinge in sicheres Gebiet können. Dann helfen wir schon genug. Und dann können wir auch immer die Frage stellen, wer kann denn jetzt auch humanitär dort eingreifen, humanitäre Hilfe dorthin schicken? Und 2,5 Millionen für 200.000 Menschen, die dort angeblich Not leiden, sind weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann muss man schon mal tiefer als in die Portokasse greifen, um dort zu helfen. Wir können helfen, wir müssen helfen, wir sind verpflichtet zu helfen. Aber dann lasst uns humanitär den Menschen wirklich helfen. Dann tun wir wesentlich mehr, als wir bisher je getan haben. Und wo kommt dann diese ISIS eigentlich her? Das ist doch eine ganz spannende Frage. Hat irgendjemand von Ihnen diesen Namen vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr schon gekannt? Kaum jemand. Also die können aber nicht vom Himmel gefallen sein. Und es gibt einen wunderbaren Menschen, der ja nicht nach Deutschland kommen kann, der hat so ein Dokument mitgebracht. Der heißt Edward Snowden. Und eins seiner Dokumente weist nach, dass diese gegründet worden sind vom britischen und amerikanischen Geheimdienst. Und zwar mit einer einzigen Aufgabe, Assad in Syrien zu stürzen. Also ein sicherlich uns freundlich, nicht sich beliebtes, weder demokratisch noch sonstiges Regime, aber ein säkulares Regime, das vielen anderen ein Dorn im Auge war. Das musste noch beseitigt werden. Und dafür brauchte man Truppen. Also wurden sie mit Waffen ausgestattet, ausgebildet wurden sie in Jordanien und über die Grenzen wurden sie in der Türkei geschickt, um dort Krieg zu führen. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Nur das ist dieses Schlangengezücht, das sich dann befreit. Und wenn eine Schlange entweicht, dann kann sie auch mal für die gefährlich werden, die sie geboren haben. Ist ja auch nicht das erste Mal. Bin Laden war ein CIA-Agent. Zuerst hat er das Knie aus den USA gekriegt. Oder die Taliban. Wo sind die Taliban denn gegründet worden? Vom pakistanischen Geheimdienst, sie haben bezahlt den pakistanischen Geheimdienst, die CIA. Die haben ihre eigene Zunft, die sie jetzt vernichtet und die sie jetzt bekämpfen wollen, ja selbst gezüchtet. Und so ist es mit diesen ISIS-Truppen auch. Von daher ist doch die Frage, wie kann man diese Truppen wieder in Griff kriegen? Und da ist, glaube ich, das erste Problem zu klären, woher sie kommen. Und dann kann man ja mal sagen, schneiden wir sie doch mal von ihrem Nachschub ab. Dazu habe ich ja über die Türkei schon was gesagt. Aber eine zweite Frage ist ja die Frage, wieso konnten sie einfach im Irak so stark werden? Ja, und dann muss man doch mal fragen, wer hat eigentlich Irak destabilisiert? Wieso ist der Irak so destabil, wie es zurzeit ist? Und dann kommt man als allererstes, wenn man in der Geschichte ein bisschen weiter zurückgeht, und sagt, jawohl, Kolonialismus. Und bitteschön, das sollten wir nicht vergessen, wer war denn das Kolonialsystem im Irak? Das waren die Briten und die Franzosen, die das über Jahrhunderte, ja über Jahrzehnte nach dem Osmanischen Reich als Kolonie ausgeplündert und eine Elite, nämlich die Sunniten, herangezogen haben, um über die Schiiten als Mehrheit zu regieren. Die Sunniten waren die koloniale Elite. Also koloniale Traditionen gibt es bis heute. Die Zweiten, die es destabilisiert haben, heißen bitteschön Bush und Konsorten. Was hat denn dieser völkerrechtswidrige Krieg dort alles gemacht mit diesem Land? Der hat dieses Land kaputt gemacht von A bis Z, von dem Boykott
über die Sabotageakte bis hin zum Einmarsch und zur neoliberalen Zerstörung jeglicher Struktur in diesem Land. Wir haben dieses Land doch völlig ruiniert, alle Strukturen, die es vorher gegeben hat, weil das waren angeblich Hussein-Strukturen. Die Schule war eine Hussein-Struktur, die Infrastruktur war eine Hussein-Struktur, diesen Schwachsinn haben wir doch verbreitet. Der Bremser, der erste Staatskommissar der USA, Lord, ist doch rumgelaufen und hat gesagt, wir müssen alles zerschlagen. Ja, sie haben alles zerschlagen. Und jetzt sieht man, was daraus geworden ist, dass sie alles zerschlagen haben. Die haben nämlich staatliche Strukturen, Infrastrukturen, soziale Zusammenhänge brutal zerschlagen. Und sie haben durch ihre neue Mehrheitsfindung Schiiten gegen Sunniten den Bürgerkrieg in diesem Lande angeheizt. Also die Zweiten, die zu dieser Situation beigetragen haben, ist die Vereinigten Staaten von Amerika und diese sogenannte Koalition der Willigen gewesen. Vielleicht erinnern wir uns auch daran, die damals in diesem Lande völkerrechtswidrig eingefallen sind. Und das Dritte, und auch das hängt natürlich mit der globalen Situation zusammen. Da ist einer Premierminister, ein Schiit, und unterdrückt alle anderen. Was macht man denn, wenn man unterdrückt wird? Man erhebt sich. Und man kann sich nicht alleine erheben, also sucht man sich Partner. Und die ISIS ist ja nicht alleine. Die selbst sind ja nur ein paar tausend Truppen. Dazu gehören die sunnitischen Stämme als Opposition zur jetzigen Regierung in dem Irak. Dazu gehören die ehemaligen Offiziere und Armeeangehörigen, die man einfach auf die Straße gesetzt hat, die man verhungern ließ. Und das ist der Protest, der sich heute gegen Maliki und dem System im Irak wendet. Gezüchtet, unterstützt, getragen von Westen, vor allen Dingen von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da gibt es diesen brutalen, mörderischen Widerstand, gerade von der ISIS. Und wenn man jetzt was will und aus dieser Krise raus will, dann muss man doch im Irak als erstes eine Koalition bilden, die diese anderen Kräfte gleichberechtigt mit einbezieht und damit eine materielle Basis für eine neue demokratischere Regierung, die eben nicht alle anderen Kräfte unterstützt. Aber das ist alles geschehen in der Anwesenheit einer Botschaft, die aus 12.000 Menschen besteht. 12.000 US-Bürger gehören der amerikanischen Botschaft in Bagdad an. Das ist also eine Besatzungsbotschaft, nichts anderes. Und unter diesen Bedingungen kann das überhaupt nicht funktionieren. Von daher ist dieser Konflikt selbst herbeigeführt. Und er hat noch einen Punkt, den muss man bei aller Unterstützung für die USA, dass sie jetzt ein paar Hilfsgüter abwerfen, auch sagen, die USA war aus dem Irak rausgeschmissen worden, weil sie sich völlig unmöglich gemacht hat. Jetzt ist sie wieder drin. Sie ist also wieder ein Spieler in diesem Nahostfeld. Und dann darf als Hintergrund, und auch das ist, wenn ich die Situation dort analysiere, wer muss das auf den Tisch, es ist eine Region voller Konflikte und der historische Konflikt ist der Konflikt Palästina, Israel, die Besetzung großen Landes Palästinas durch Israel und der nicht vorhandene Konfliktlösung in dieser Region. Dieser Konflikt überlagert nach wie vor alle anderen Konflikte und ohne die Lösung dieses Konfliktes werden sich auch andere Konflikte in dieser Region nicht lösen lassen und wird auch der Fundamentalismus der Fundamentalismus der ISIS nicht zurückdrängen kann. Dieser Fundamentalismus baut auf dem Israel-Palästina-Konflikt als ein Punkt und der baut darauf, dass es in allen diesen Ländern Oligarchen gibt, die brutalst die Bevölkerung ihrer Länder ausplündern. Wer sind denn diese jungen ISIS-Leute? Das sind junge Leute, die keine Lebensperspektive haben, die arbeitslos geboren und arbeitslos sterben, die nichts, aber nichts als Perspektive in ihrem Leben haben, die zum großen Teil ein Hochschulstudium haben und hinterher nicht mal Taxifahrer werden können, weil mehr Taxifahrer kann man gar nicht gebrauchen in diesen Ländern. Die Perspektivlosigkeit der Menschen, herbeigeführt durch ein brutales, neoliberales Wirtschaftssystem in dieser gesamten Region, ist ein fundamentaler Grund, warum dieser Fundamentalismus islamischer Prägung, der ja gar nicht den wirklichen Islam widerspiegelt, eine solche Dominanz gewonnen hat. Und ich kann euch sagen, diesen Fundamentalismus werden wir in Ägypten unter einem Herrn Sisi auch noch erleben, wenn er nicht die ökonomischen Probleme in den Griff kriegt. Die kann er gar nicht in den Griff kriegen, weil er dem neoliberalen Armeeausbeutungssystem seines Landes verbunden ist. Da ist nämlich das nächste Problem, wo der Fundamentalismus noch ganz schön stark wird.
Also, das hat auch was mit sozialer Ursache und sozialer Gerechtigkeit zu tun. Und wenn das nicht thematisiert wird, wenn wir das nicht auf die Tagesordnung bringen, dann kriegen wir die Lösung auch nicht in den Griff. Und das nochmal zu meinem lieben Kollegen. Jawohl, ich bin für tiefgehende Analyse. Jawohl, wir müssen uns mehr damit beschäftigen. Aber es gibt eine ganz einfache Antwort auf ganz viele Konflikte. Die heißt soziale Ungerechtigkeit, soziale Ausbeutung. Perspektivlosigkeit ist ein wesentlicher Grund für Ursachenkriege und Krieg. Und wenn wir dieses jetzt, und ich habe das mal versucht, ein bisschen zu analysieren, möchte ich mich trotzdem nicht vor der Aufgabe entziehen, zu fragen, gibt es eigentlich auch kurzfristige Antworten? Weil jetzt kommt ja immer das Tolle, ja, ihr analysiert das so schön, aber dafür verhungert doch der immer noch morgen und wird die Frau vergewaltigt und wird das Kind totgeschlagen. Und ich glaube, wir müssen auch Antworten geben, die versuchen, kurzfristig zu wirken, und zwar Antworten, die ein bisschen besser sind als Herr Steinmeiers Hin- und Her-Eiern zwischen dem einen und dem anderen. Aber lasst mir noch ein Wort, bevor ich da noch was zu sage, zur deutschen Politik sagen. Ich glaube, dass die deutsche Politik ein Verhältnis zu diesem Konflikt hat, um ihn nutzen will, ihre eigene Weltmachtrolle zu stärken. Im Februar ist Herr Steinmeier, Frau von der Leyen und der Gauck nach München getingelt und haben eine neue Weltrolle beschworen. Wir müssen wieder überall mitschießen. Und jetzt haben sie, jetzt ist endlich eine Situation da, ach, grausam sind die, bringen Menschen um, also müssen wir dahin. Endlich können wir diese pazifistische deutsche Bevölkerung vielleicht davon überzeugen, dass es vielleicht doch richtig ist, dass wir mitschießen. Und sie scheitern. Die Bevölkerung will es nicht. Spiegelumfrage dieser Woche, 71% der Deutschen sind dagegen, dass wir Waffen dahin liefern. 71%! Und zwar von dem Land, das zwei Kriege verantwortet hat, wo die Menschen in die Kriege gezogen sind, mindestens in den ersten Krieg, mit ganz schöner Begeisterung. Das ist eine ganz tolle pazifistische Grundeinstellung. Aber die politische Klasse dieses Landes versucht, diesen Krieg instrumental zu missbrauchen, um ihren Großmachtchauvinismus dort weiterzutreiben. Von daher bleibt für uns als allererstes, und Bengram hat es meiner Meinung nach wunderbar gesagt, wir müssen dieser Bundesregierung überall, wo es geht, wo sie wieder Krieg führen will, in die Arme fallen. Frieden ist das Gebot der Stunde, nicht Intervention. Wir müssen helfen in dieser Welt, viel, viel mehr als wir es tun. Wir können helfen in dieser Welt, weil wir gut ausgebildete Techniker, gute Wissenschaftler, viel haben. Aber lasst uns helfen mit dem, was wir können, zivil und nicht militärisch. Und da hinten hängt es. Deswegen müssen wir als allererstes auch aus dieser NATO, die Grundlage dieser Kriegspolitik in dieser Welt ist, raus, wie auch immer. NATO ist Krieg, Deutschland soll die NATO umgehend verlassen. Aber zurück, ich will versuchen, in 10 Punkten zu skizzieren, wie ich mir vorstellen könnte, die eine Lösungselemente für eine Lösung im Irak und in dieser Region aussehen. Das Erste, ich benutze bewusst diesen Begriff, aber vielleicht sollten wir ihn dann ändern. Wir brauchen für diese Gesamtregion so etwas wie einen Marshallplan. Einen umfassenden Plan der sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung. Was übrigens heißt, dass der Profit des Ölgeldes im Land bleibt und nicht in die USA oder nach Großbritannien geht, aber einen solchen umfassenden, vielleicht ist der bessere Begriff als Marshallplan, vielleicht nennen wir es nach irgendeinem der solidarischen Führer, vielleicht nennen wir es Nasserplan oder ähnliches, einen solchen umfassenden Plan brauchen wir, damit die Menschen in dieser gesamten Region eine Perspektive sehen und eine Chance sehen, dass sie für uns was entwickeln. Und dieser Plan muss unter Federführung der Vereinten Nationen und nicht der USA und nicht Deutschland und nicht der Europäischen Union stattfinden. Das Zweite, und ich möchte es nochmal betonen, ist die schnelle Aufnahme von Flüchtlingen, unbürokratisch, helfend, ohne Reglementierung, ohne Tausende von Kontrollen. Das Dritte ist, und da sollten wir ernsthaft drüber nachdenken, in einer so destabilen Situation wie jetzt
ob es nicht psychologisch hilfreich ist, wenn UN-Blauhelmtruppen aus neutralen und islamischen Staaten, also nicht aus den USA und nicht aus Deutschland, in dieser Region stabilisiert werden, um Truppen auseinanderzuhalten und den Menschen ein Gefühl des Vertrauens zu geben und damit zu helfen, ein anderes Klima in dieser Situation, in dieser Region zu schaffen. Ein vierter Punkt, es muss mit Assad und allen anderen eine Lösung, eine friedliche Lösung in Syrien gefunden werden. Und zwar auch alle müssen an einen Tisch und nicht die man gerne hätte. Ich erinnere an den wunderbaren Satz von Willy Brandt, der mal gesagt hat, mit meinen Freunden gehe ich einen trinken, mit meinen Feinden muss ich mich an einen Tisch setzen und Ergebnisse aushandeln. Das gilt auch und besonders für die Situation in Syrien. Von daher Verhandlungen mit allen. Und dann gilt meiner Sicht nach, wir spionieren zwar dieses Land aus, trotzdem ist es zwar immer noch, ist es noch unser NATO-Partner, die Türkei muss erstens ihre Grenzen öffnen für Flüchtlinge und zweitens soll sie mal ihre Grenzen dicht machen für die islamischen Fundamentalisten, die billig mit dem Reise- oder Personalausweis in dieses Land einreisen und dann sich mit der Knarre oder mit sonst was in der Hand in diese kriegerische Auseinandersetzung stürzen. Da hat die Türkei wirklich mal eine Pflicht, mal zu gucken, wer über ihre Grenzen nach Irak und nach Syrien geht. Und da gehört auch dazu, dass die Türkei endlich anerkennen muss, die kurdischen Gebiete mit einem Selbstbestimmungsrecht, die auf ihrem Gebiet sind und die sich als autonome Region selbstständig gemacht haben in Syrien, dass in diesem Gebiet konföderale, demokratische Strukturen herrschen, ohne dass man sich täglich gegenseitig totschießt. Der letzte weitere Punkt, den habe ich auch schon gesagt, mache ich ganz kurz, heißt Regierungsbildung im Irak. Dann würde ich aber gerne noch mal einen Punkt benennen, der oft vergessen wird. Der Schlüssel ökonomisch für kurzfristige Entwicklung gegen Hunger und für die Menschen ist die Landwirtschaft. Was kaum jemand weiß, ist, dass 20% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, vor allen Dingen in den historischen mesopotamischen Gebieten, nicht mehr irakischen Bäuerinnen und Bauern gehört, sondern unter Landgrabbing an die Scheichs in Saudi-Arabien und Katar verkauft worden ist. Das beste Land, der beste Landstriche Iraks sind gar nicht mehr Eigentum und produzieren nicht mehr für die Menschen in diesem Lande, sondern für den Export. Das geht natürlich überhaupt nicht. Wir brauchen Hilfe für die Landwirtschaft, damit die Landwirtschaft die Menschen in ihrem Lande ernährt. Es muss also Schluss sein mit der Vertreibung der Menschen von ihrem Grund und Boden und Schluss sein mit dem Landgrabbing. Das ist eine kurzfristig zu lösende Sache. Und ich glaube, wir brauchen eine große Lösung. Das heißt, wir brauchen meiner Sicht nach das, was die UN schon immer fordert, eine große Nahostkonferenz. Und zwar eine Nahostkonferenz, die vergleichbar ist der Konferenz für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa in den 70er Jahren. Das heißt, alle Länder dieser Region müssen an einem Tisch und gemeinsam die Probleme dieser Region aufarbeiten und eine Gesamtlösung finden. Es wird keine Mosaiklösung für diese Region geben. Gerechtigkeit kann es für diese Region nur insgesamt geben. Deswegen brauchen wir eine Nahost-Gesamtkonferenz, die diese Probleme aufarbeitet. Da gehört die Lösung des Israel-Palästina-Problems, damit auch des Gaza-Problems. Die Grenzen zu Gaza müssen auf sein, und zwar sowohl zu Lande, zu Luft und zu Wasser. Anders wird es da auch keine Lösung geben. Und es muss auch eine Gerechtigkeit für die Palästinenser und Palästinenserinnen geben. Eine solche große Nahostkonferenz, wie ich sie sehe, muss mit Moderatoren und Mediatoren stattfinden. Da können die Friedensnobelpreisträger, die diesen Preis verdient haben, und da meine ich nicht Herrn Obama mit, können damit eine wichtige Rolle spielen, bei der Hilfe eines solchen Problems zusammenzuschieben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses wird auch nur funktionieren, wenn zwischen den Großmächten, und da meine ich besonders jetzt auch die USA und Russland, das Klima der Konfrontation, das wir in der Ukraine sehen, überwunden wird. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass diese beiden Länder halbwegs vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn in der Ukraine Krieg geführt wird? Dieser schwachsinnige Ukraine-Konflikt muss beendet werden. Die Konfrontation in diesem Lande muss aufhören. Die NATO muss sich von der Grenze zurückziehen, weit zurückziehen. Und es muss eine interne
konföderale, demokratische Lösung mit Selbstbestimmungsrechten auch für den russischen Teil der Bevölkerung geben. Auch das gehört dazu, um diese große Lösung im Irak zu schaffen. Dafür sind in der globalen Welt diese Konflikte viel zu eng miteinander verbunden. Lass mich eine letzten zwei Punkte benennen, die ganz noch dazugehören. Vergessen wir bitte nicht, dass es in dieser Region auch eine Atommacht gibt. Die heißt Israel. Offiziell hat sie keine Atomwaffen, aber zweimal hat sie doch. Eine atomwaffenfreie Zone oder eine Zone frei von Massenvernichtungswaffen ist eine friedenspolitische Forderung, die aufs Trapez gehört, wenn wir über die Gesamtlösung der Region reden. Und ein letzter Punkt, und auch das ist ja wirklich verblüffend. Hier kann man ja in einem Tag oder ein ganz kurzer Tag Organisationen verbieten. Das kann ja das Innenministerium machen. Aber ISIS ist in Deutschland noch nicht verboten worden. Die sammeln hier noch Geld und schicken das Geld dorthin. Diese Fahnen des Mordes kann man auf Aktionen und Demonstrationen sehen. Wo sind wir denn eigentlich? Also wenn eine Organisation wirklich mal verboten wird, um ihre materielle Basis hier zu nehmen, dann ist es die ISIS und eben nicht die PKK, die sich um eine Friedenslösung für die Kurden in der Türkei mitbemüht. Die Ungerechtigkeit zeigt, wo unsere Politik nach wie vor steht. Und das wird auch dringend geändert werden. So, das heißt jetzt aber alles, was heißt das jetzt für uns? Als Friedensbewegung heißt das meiner Ansicht nach, und dieser Satz, glaube ich, können wir gar nicht oft genug sagen, keine Intervention von irgendwelchen deutschen oder NATO-Truppen in dieser Region löst irgendeines dieser Probleme. Keine Intervention ist die ursächliche Forderung, die verbunden werden muss mit der Forderung, kein Rüstung- und Waffenexport. Und das kommt, und damit würde ich gerne auch zum Schluss kommen, zu der Frage, was können wir tun? Ich finde, das Wichtigste ist, dass wir uns immer, immer wieder treffen. Weil jedes unserer Treffen trägt dazu bei, dass diese Meinungsmehrheit gegen den Krieg stabilisiert wird. Dass die Menschen hier merken, dass sich da welche für engagieren, dass man gegen den Krieg ist. Und wir sollten uns bemühen, dass wieder mehr Menschen kommen. Die Sommerpause ist ja irgendwann auch mal vorüber. Und dann sollte hoffentlich dieser Platz auch mal wieder ein bisschen voller sein, damit wir merken und sehen, dass sie mit den Menschen merken und sehen, sie sind mit ihrer 71% Meinung gegen das, sind sie im Gegensatz zu den Mainstream-Media, sind sie im Gegensatz zu Fernsehen und. Aber sie finden bei vielen Menschen aktive Unterstützung. Das hilft. Das stabilisiert Mehrheiten gegen den Krieg. Und wir müssen diese Mehrheiten stabilisieren, damit unsere Politik nicht machen kann, was hier gerade lustig ist. Das Zweite, was dazu gehört, ist, wir müssen auch wieder zu mehr Aktionen kommen. Das gilt für die Mahnwachenbewegung genauso wie für die Friedensbewegung. Und das Recht gilt, dass wir uns beide, und eigentlich gilt es auch, dass wir beide das zusammen machen müssen. Das ist die Forderung erheben. Wir müssen sehen, dass wir wieder zu mehr Aktionen kommen, die Eindruck schinden. Das ist mein Wunsch an uns alle, lasst uns in dieser so schwierigen internationalen Situation gemeinsam zusammenstehen. Die Menschen haben es verdient, für den Frieden ist es notwendig. Wir können es erreichen, es kostet viel, viel Kraft. Frieden ist die Zukunft, lasst uns weiterhin dafür engagieren. Herzlichen Dank an euch alle. Ja, ihr habt es gemerkt, wir haben heute tolle Redner gehabt, der Petram und der Rainer Braun. Danke, dass ihr da wart. Und bitte, wir brauchen euch, wir brauchen so gute Redner, das war tiefgründig die Rede vorbereitet, und ich glaube, das hat uns alle, also ich kann es von mir sagen, das hat mich alle begeistert. Jetzt kommen wir zu dem großen Punkt wieder. Redner gehört haben wir jetzt viele. Jetzt möchte ich euch reden hören. Lasst euch nicht abschrecken von so guten Rednern. Ich habe nämlich in den letzten Wochen auch schon von euch gute Beiträge gehört. Lasst euch bitte nicht betteln. Das Mikro ist offen. Kommt einfach nach vorne. Lasst euch vom Wind rein. Götz, dann fang du an. Guten Tag, Götz aus Halle. Ich mache dort bei Radio Korax mit. Und mir ist aufgefallen, wir haben einen wunderschönen Sommer. Komischerweise regnet es in Leipzig Montag fast nicht.
Aber das liegt auch daran, dieser schöne Sommer, wir machen was richtig. Wir sitzen hier, hören zu, reden selbst und wir bewegen unseren Kopf. Und wir bilden uns eine Meinung und wir haben den Mut, uns eine Meinung zu bilden, die so gar nicht in der Richtung des Mainstreams schwimmt. Wir haben den Mut, uns eine Meinung zu bilden, mit der wir von anderen Menschen möglicherweise schief angesehen werden. Wir haben den Mut, Kontakte zu suchen, für die uns andere Leute vielleicht sogar auslachen. Und alles das ist das, was ich etwas richtig machen nenne. Wir sitzen hier gemütlich rum und ein paar von uns denken vielleicht darüber nach, ob man etwas mehr tun könnte. Manche sind vielleicht etwas aktionsorientiert, wie man das nennt. Und da gibt es eine wunderbare Möglichkeit am kommenden Samstag. Nach Magdeburg, nördlich von Magdeburg, ein paar Meilen nördlich von Magdeburg, beginnt der Wald. Hinter dem Wald beginnt die Heide. In dieser Heide gibt es das Gefechtsübungszentrum. Dort wird seit 100 Jahren Schießen geübt. Die ersten, die dort Schießen geübt haben, waren die Soldaten des Kaisers Wilhelm II. Dann kamen die Soldaten des Hitler, dann kamen die Soldaten des Brezhnev und heute sind es die Soldaten der Merkel. Die üben dort Schießen. Und die üben nicht einfach nur irgendwelches Schießen, die üben dort den Kampf in der Stadt. Die haben sich dort oder sind dabei, eine richtige, moderne Großstadt aufzubauen. Und dort üben sie, wie man in einer modernen Großstadt Menschen erschießt, gegen Menschen kämpft. Wie das aussieht, wie sich das anfühlt, konnten wir in den letzten Tagen im Fernsehen beobachten, als es in den USA, im Bundesstaat Missouri, in der Kleinstadt Ferguson, die Unruhen gab, wo sich farbige Menschen gegen ihre Entrechtung gewehrt haben. Und wir haben dort gesehen, mit welchen Mitteln diese Unruhen versucht wurden einzudämmen, niederzuschlagen. Das sind dieselben Mittel, die dort im Gefechtsübungszentrum in der Kollwitz-Letzlinger Heide geübt werden. So, Schießen auf die eigenen Bürger. Da fällt mir der Oktober 1989 ein. Die Leute, die dort damals hier in Leipzig in der Lage gewesen wären, auf die Bürger des eigenen Landes zu schießen, haben sich das nicht getraut. Die, die heute dazu in der Lage sind, werden sich das trauen. Deshalb müssen wir dahin. Am Samstag gibt es einen Aktionstag, nennt sich Gewaltfreie Aktion Gefechtsübungszentrum abschaffen. Es gibt in Kollwitz-Letzlinger Heide eine Bürgerinitiative. Seit 25 Jahren kämpfen die darum, dass dieser Truppenübungsplatz aufgegeben wird und die Fläche einer zivilen Nutzung zugeführt wird. Dafür gibt es einen interessanten Grund. Im Boden unter dieser Heide gibt es ein riesiges Trinkwasserreservoir. Und das ist sehr stark gefährdet, wenn dort tatsächlich in Zukunft weiterhin Kampfhandlungen geübt werden. Auch das wäre ein Grund, zum Beispiel aus Naturschutzgründen, sich dort zu engagieren. Sie haben dort einen Standortkommandanten, der ist also der Chef von den ganzen Bundeswehrsoldaten, die dort üben. Und der hat was Interessantes gesagt, als er gesehen hat, wie in den letzten Jahren die Leute dagegen protestiert haben. Der hat gesagt, so haben die Terroristen der RAF auch angefangen. Ich finde, man könnte ihm mit Aktionen zeigen, dass er vielleicht nicht nur die Bild-Zeitung lesen sollte.
Wenn wir dorthin gehen, werden wir uns einer Einsatzstärke von 600 Mann gegenübersehen. Polizei und Feldjäger haben jetzt schon angekündigt, sie wollen mit 600 Mann kommen. Wenn man wenigstens ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis herstellen könnte, so 1:1, das müsste doch zu machen sein. Es ist nämlich so, dass es reicht im Moment einfach nur da zu sein. Einfach nur mit vielen Menschen dort in der Gegend aufzukreuzen und einen Tag lang da zu bleiben. Dann ist man abends nur Tagesschau. Wetten? So. Und man kann dann mit dem Gefühl nach Hause fahren, etwas richtig gemacht zu haben. So, wie wir das jetzt seit vielen Wochen hier tun. Ich bin da, ihr werdet mich an diesem Auto erkennen. Kommt einfach auch. Weil so kann es nicht weitergehen, dass hier drei Hanseln, sage ich jetzt mal so abwertend, hier bloß da sind und der Rest geht shoppen und guckt Fußball und weiß was ich für eine Scheiße. Was aber alles nur dazu dient, uns davon abzulenken, was wir für Probleme hier haben und auf der ganzen Welt. Danke. Ja, ich bin der Heiner. Ich möchte euch einen Film im Internet vorstellen, Deadly Dust von Frieda Wagner, ein ehemaliger Journalist, der im WDR sehr aktiv war und seit diesem Film keine Aufträge mehr bekommen hat. Der Mann lebt noch und ist für mich eigentlich ein lebendes Denkmal und gerade zu dieser Zeit, finde ich, ist es wichtig, den Inhalt dieses Filmes zu kennen. Auch gerade für junge Männer, die in den Wehrdienst gehen und eventuell in Kriegsgebiete geschickt werden, egal von welchem Land. Sie sollten wissen, welche Gefahren sie sich unterwerfen. Es werden uranangereicherte Waffen eingesetzt, Munition, die dazu führt, dass nicht nur Ziele sehr gut zerstört werden, sondern auch das Land, was in diesen Zielen liegt und um diesen Zielen für Jahrzehnte vielleicht noch länger so stark kontaminiert ist, dass kein Leben mehr möglich ist. Und Frieda Wagner hat in diesem Film auch einen Beitrag gegeben, die Kinder von Bagdad, wo ein deutscher Arzt sich in die Geburtsstation begeben hat und gesehen hat, welche Auswirkungen diese Uranmunition dort auf die neugeborenen Kinder hat, und die Bilder ähneln nicht mehr lebenden Menschen. Und ich finde es traurig, dass dieser Film, der international preisgekrönt ist, von deutschen Medien so verdrängt worden ist und so wenig Bekanntheit hat. Also wenn wir alle wüssten, welches Potenzial in diesem Krieg, der immer wieder stattfindet, möglich ist, würden auch Kriege in dieser Form nicht mehr stattfinden. Entschuldigung, wenn ich wieder ans Mikro komme. Aber es wurde mir gesagt im Publikum, nachdem ich geredet habe, das stimmt nicht. Den Tod von Jean Latour zeigt man überall im Fernsehen. Es gab das Jubiläum des Todes von Louis de Funès vor 2-3 Wochen. Auf vielen Sendern sind unterbrechungslos Louis de Funès Filme die ganze Nacht gelaufen. Der Kevin Williams, Robin Williams ist gestorben, sofort am selben Abend ist Programm geändert worden, aber die ganze Nacht ab 20.15 Uhr sind nur Filme, wo er gespielt hat, vorgeführt worden. Also ich bleibe daran. Ein Jean Latour, das ist nicht ein französischer Schauspieler, das ist nicht ein amerikanischer Schauspieler, das ist ein deutscher Journalist und Koryphäe der Geopolitik und Weltpolitik, und für ihn wird kein Programmänderung in dem Maß gemacht. Also ich bleibe dabei. Im Publikum ist mir auch gesagt worden, wenn du ein Demokrat bist und wenn ihr alle Demokrat seid und für Demokratie seid, warum ruft ihr zahlreich zu kommen
zum Auftritt von Angela Merkel in Grimma am 28. August. Und ich habe gleich gesagt, ich sage gleich was dazu. Ja, ich bin ein Demokrat und wir sind hier Demokrat und für Demokratie. Und es gehört dazu, dass wir in einer Demokratie die Gelegenheit wahrnehmen, eine Frau Merkel und ihr Sicherheitsapparat bei so einer Veranstaltung und die treue, dummen, gekaufte CDU-Stammwähler und Parteimitglieder in Grimma zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung ihr Gehirn längst eingeschaltet hat und dass wir diese Frau Merkel zeigen, wie unbeliebt sie, ihre Regierung und ihre Politik in diesem Land sind. Das gehört zur Demokratie. Und zu den Wahlplakatsprüchen, wo Jens sagte, sie sind Hüll und es tut weh hinzugucken, ich möchte gern wissen, wo der Herr Tillich auf seinen Plakate wirbt er mit Mut, mit Weitsicht, miteinander. Herr Tillich, wo haben Sie je Mut gezeigt? Sie waren nie 89 auf der Straße wie die mutigen Bürger dieses Landes. Sie gehörten zum Apparat. Sie sind der Sohn einer großen SED-Bonze in Kamenz und Sie waren in der Ost-CDU als Blockflötenpartei Mitläufer, um einen Schein von Demokratie hier zu machen, während Sie trotzdem innerlich weiter ein treuer Diener dieses Systems geblieben sind. Und war das mutig von Ihnen, Herr Tillich, dass Sie sofort in die West-CDU eingetreten sind und als Schuhputzer von Herrn Biedenkopf sich hoch geschleimt haben? Ist das mutig? War das weitsichtig? Ist die Politik von Herrn Tillich und der CDU in Sachsen weitsichtig? Wenn Sie weitsichtig wären bei der CDU, Herr Tillich, Sie hätten nicht die Polizei abgebaut und dafür gesorgt, dass Leute NPD wählen, weil ihr Schrebergarten in der Lausitz ständig beklaut werden von Leuten hinter der Grenze. Also, Herr Tillich, ein weitsichtiger Politiker, der baut nicht die Polizei ab und überlässt den Bürger und diese selbsternannten Bürgerwehr die Sicherheit in Sachsen. Und Herr Tillich, ein Miteinander sieht anders aus, ja? Und Sie können sich abbilden lassen mit gekauften Feuerwehrmännern, mit einem großen Schlauch in der Hand, Herr Tillich. Sie bleiben trotzdem eine Niete, der seine Hausaufgaben seit Jahren in Sachsen versäumt hat. Also Herr Tillich, ich hoffe, dass Sie weniger dummen Wähler für sich kriegen bei der nächsten Wahl. Und ich finde auch sehr rechtspopulistisch, dass die FDP als Handlanger der CDU von Tillich in Sachsen solche Sprüche auf ihr Plakat hat wie NPD und AfD, nämlich gegen Kriminalität, für mehr Polizei und gegen Drogendealer auf der Straße. Wo haben Sie je was getan dafür bei der FDP und CDU in Ihrer Koalition in Sachsen? Und das ist nicht schön, dass man mir das Mikro runtergesetzt hat. Aber diese Stadt und dieses Bundesland und dieses Land braucht das, das geschrien wird, um die Wahrheit zu sagen. Weil die Wahrheit kommt nie raus und nach oben, weil wir verschwiegen werden als Montagsdemo bundesweit, wie die Veranstaltung mit über 8.000 bis 10.000 Leuten in Berlin am 19. Juli nie erwähnt worden ist in den Medien, ob im Internet oder im Fernsehen. Das Einzige, was ntv.de im Internet am nächsten Tag, am 20. Juli, gezeigt hat, war ein Artikel, wo sie schrieben, dass wir angeblich nur 500 Leute waren und dass es ein Flop war. Wir leben in einer Diktatur. Die DDR hat genauso die Montagsdemo monatelang verschwiegen im Fernsehen. Ihr geht genauso ab nach Hause wie die DDR-Regierung. Ihr seid genauso verlogen und diktatorial im Umgang mit der eigenen Bevölkerung. Herr Tillich! Hallo. Ich möchte etwas über die allgemeine Ignoranz sagen jetzt hier.
Wir werden hier noch einen ziemlich steinigen Weg haben. Den meisten Leuten hier im Land mitzuteilen, dass es eigentlich hier 5:12 ist. Ja, da gab es ja von Xavier Naidoo ein schönes Lied, dieser Weg wird kein leichter sein. Zu diesem Thema, vielleicht kennen es einige Leute von euch noch nicht, bei der Fußball-WM hat im Vorfeld der ehemalige Ex-Profi-Fußballspieler, der dänische Profi-Fußballspieler Mikkel Jensen ist nach Brasilien und dort ganz begeistert die Vorbereitung zur Fußball-WM zu dokumentieren und war völlig entsetzt, als er fotografieren und filmen musste, wie die spanische brasilianische Polizei auf der Straße Straßenkinder erschossen hat, um dann die Leichen über den Asphalt zu ziehen wie tote Tiere, und hat seine ganze Dokumentation und Berichterstattung abgebrochen, hat dann im Internet diese ganzen Sachen veröffentlicht. Und eine Freundin von mir wurde von anderen Freunden eingeladen, mit zum Public Viewing zu kommen, und hat dann diesen Leuten gesagt, nein, schaut euch im Internet mal diese Bilder an, diese grausamen Bilder, diese Kinder wurden nur erschossen, um den Fußballtouristen den Anblick von Straßenkindern zu ersparen. Und die einzige Antwort, die sie darauf bekommen hat, ja, wann gehen wir denn dann nachher zum Public Viewing? Also dazu fällt mir jetzt sozusagen nichts mehr ein. Also der Weg ist schwer, die Leute sind einfach ignorant und wir müssen einfach weiter dranbleiben. Danke. So, hallo zusammen. Wir haben hier eine ganz mutige junge Frau, das ist die Silvia. Und die Silvia möchte uns mal kurz etwas erzählen und auch zeigen. Ich war 5 Jahre, als ich mit meiner Mutti nach Tönstochau zur Wallfahrt gegangen bin. Und da ist uns der Muttergottes erschienen. Meine Mutti hat hier dieses Foto gemacht, Und sie sprach von einem großen Leidensweg des Papstes, der viel zu erleiden hat. Und wo ziemliche Zerwürfnisse auf der Welt mit Unruhen im Dritten Weltkrieg enden. Wir müssen händeringend den Rosenkranz auf Radio Horeb mit Papst Franziskus bitte beten. Das war's. Wir bedanken uns bei der Silvia für den großen Mut, den sie jetzt hier gezeigt hat, und dann übergebe ich an den nächsten Redner. Hallihallo, liebe Freunde, ich will es kurz machen, aber trotz alledem sehr interessante neue Nachrichten. Wenn man hier steht, fällt mir auf, es ist gar nicht so richtig warm. Wir haben es noch Mitte August, wo bleibt denn die globale Erwärmung? Und passend zu dem Thema gibt es da mal wieder glatt eine Meldung, die auch nicht in unseren Mainstream-Medien vorkommen. In der Antarktis sind aktuell so viel Eis wie noch nie. Also seit der Aufzeichnung 1979 hat es einen neuen Eisrekord in der Antarktis gegeben mit 2 Millionen Quadratkilometern. Höchster Stand, zwar noch nie über 2 Millionen. Also das Eis wächst. Und als CO2 ist es ganz bestimmt nicht. Es ist Mittelwert der letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende im Eis festgestellt worden. Auf der Erde war schon mal die fünffache Menge an CO2. Und es war auch schon mal früher viel wärmer. Bloß mal so alles Quatsch, was uns erzählt wurde. Und noch eine andere Meldung, nicht weniger schwerwiegend. Die Rockefeller Stiftung. Stiftungen sind immer solche, die genug Geld haben und keine Steuern zahlen wollen, und machen eine Stiftung, die angeblich gemeinnützig ist, um dann trotzdem ihre Interessen durchzusetzen.
Und die Rockefeller Stiftung hat auch glatt jetzt ein Mittel entdeckt, mit dem man wunderschön die Menschen sterilisieren kann. Weil es gibt ja zu viel Weltbevölkerung und das stört und das muss weg. Und da gibt es jetzt eine Sterilisierung, die über Impfen und über gentechnisch veränderte Nahrungsmittel, das ist wahr, die machen impotent. So. Es ist so, dass selbst Tiere, dort ist es nachgewiesen, die Genmais gegessen haben, haben keine Kälber mehr gekriegt, keinen Nachwuchs. Und das wird gefördert. Bloß mal so, da sollte man mal drüber nachdenken. Gebt mal ein, Rockefeller Stiftung und Sterilisierung, und da wisst ihr, was los ist. Okay, noch ein paar andere Sachen. Ach, ich gehe wieder hier zurück zum Programm. Ja, wir gerne nächste Woche nochmal. Ja. Vielen Dank für alle, die heute gut, den Mut bewiesen haben, gesprochen haben. Jetzt muss ich mich beim Christoph entschuldigen, wir haben ein bisschen überzogen. Ist nicht so schlimm. Da hast du wenigstens jetzt lange genug Zeit gehabt, dich seelisch und moralisch darauf vorzubereiten. Der Christoph wird jetzt einen neuen Programmpunkt auf unserer Demo vorstellen. Der Christoph hat sich mit ein paar Leuten wochenlang Gedanken gemacht, wie er die Leute, die jetzt hier auf der Montagsdemo sind, mit einbinden kann. Und da bitte ich doch jetzt mal einen Applaus von Christoph. Ja. Na, Christoph, komm mal bitte vor. Und dann stellst du das vor, was du dir erarbeitet hast. Ich habe Angst. Die Welt steht am Abgrund. Die Welt steht am Abgrund. Ein Weltkrieg steht unter Umständen unmittelbar bevor. Ein Weltkrieg steht unter Umständen unmittelbar davor. Bevor. Die Umwelt. Die Erde stirbt. Die Erde stirbt. Viele Probleme mehr. Es gibt viele Probleme mehr. Aber meine diese Angst. Aber meine diese Angst. Soll mein Mut. Soll mein Mut. Und meine Kraft werden. Ich wünsche mir für euch das Gleiche. Ich wünsche, dass wir zusammenkommen. Dass wir reden. Dass wir reden. Und dass wir handeln. Und dass wir handeln. Dieses System muss sich ändern. Und dies wird uns niemand, aber auch niemand abnehmen. Also kommt und lasst uns zusammensetzen. Heute und an jedem weiteren Montag. Alle herzlich willkommen zur ersten Assemblea hier auf dem Platz. Wir hatten uns überlegt, dass wir mit euch mehr Interaktionen machen wollen. Wir wollten wegkommen von dem nur am Mikro reden und ihr sitzt zu, ihr sitzt dort, ihr hört zu und geht nach Hause, und letztlich reicht uns das nicht. Wir wollten also mit euch in Kontakt kommen, und dazu haben wir uns dann überlegt, dass wir das Konzept der Spanier aus ihren letzten Protesten heranziehen. Das ist die Assemblea. Und das ist ein sogenannter basisdemokratischer Sitzkreis, der auf Konsens basiert. Das heißt, wir wollen alle gemeinsam neue Ideen schaffen. Wir wollen einander als Gleiche begegnen. Wir wollen respektvoll miteinander umgehen. Und wir wollen uns alle wirklich zuhören. Und nicht nur aus dem Respekt heraus, dass man das halt so macht, sondern auch aus dem Bedürfnis, dass der andere einem noch etwas sagen kann, woran man lernen kann. In der Assemblea hat sich eingebürgert, weil ich meine, wir sind sehr viele Menschen. Es wäre sehr schwer, wenn jeder einfach dazwischen redet, dass man ein paar Zeichen vereinbart, mit denen man quasi dann den Moderatoren signalisieren kann, dass man was sagen möchte und andere Dinge. Die würde ich einfach mal kurz vorstellen. Patrick wird das einmal im Stehen mit vorführen an die Leute, die weiter hinten sitzen. Das erste Zeichen ist, damit ihr nicht klatschen müsst, um einen Redebeitrag zu unterbrechen. Wenn ihr eure Begeisterung ausdrücken wollt, ist dieses Zeichen. Wenn ihr einem Redebeitrag nicht zustimmt und sagen und das im Prinzip auch ausdrücken wollt, dann gibt es die Ablehnung.
Ihr seid natürlich nicht verpflichtet, ein Zeichen zu machen, also auch die Enthaltung ist jederzeit okay. Wenn euch etwas nicht weiter interessiert oder es einfach okay ist, ihr nichts dazu zu sagen habt, macht ihr halt einfach nichts. Ansonsten gibt es normalerweise nicht nur, wenn wir miteinander reden, aber wenn wir feste Entscheidungen treffen wollen, dann ist noch das Veto sehr wichtig. Das Veto symbolisiert, dass wenn dieser Vorschlag, den wir hier gerade besprechen, durchkommen würde, wäre das für euch ein absolutes No-Go. Ihr müsstet die Bewegung verlassen, ihr könntet nicht mehr mit dem Herzen dabei sein. Bitte sparsam einsetzen, wir wollen respektvoll miteinander sein, wir werden versuchen, immer Lösungen zu finden, die uns allen gefallen. Also erst reden, nicht sofort das Veto benutzen. Das nächste Zeichen wäre der Schweigefuchs. Es wird zwischendurch sicher passieren, dass einige mal dazwischen quatschen und es gar nicht merken und so. Und wenn wir dann wieder Ruhe haben wollen, dann sollten wir alle einfach mal dieses Zeichen machen. Ja, also ganz ähnlich wie das Heavy-Metal-Zeichen. Wenn jemand von euch sich melden möchte, also reden möchte innerhalb des Kreises, wenn wir gerade mitten in einem Redefluss drin sind, dann meldet ihr euch einfach. Wir haben jemanden, der die Rednerliste macht, das ist heute der Patrick. Und der wird euch aufschreiben der Reihe nach und euch dran nehmen. Weil bei so vielen Leuten geht es halt nicht, dass einfach jemand das Wort ergreift. Ich denke, das ist klar. Wenn jemand von euch eine Frage, die jemand in den Raum stellt, beantworten kann, dann macht er folgendes Zeichen. Das ist das Zeichen, ich habe weitere Informationen dazu, ich kann dazu was sagen, ich kann die Frage gleich auflösen. Das letzte relevante Zeichen für den Moment ist die Verständnisfrage. Wenn also von jemand ernsthaft nicht verstanden hat, was jemand gesagt hat und ihr werdet ja sonst ausgeschlossen aus der weiteren Diskussion und ihr habt halt eine Frage, okay, was meintest du mit diesem oder jenem Wort oder na, ich habe dich nicht ganz akustisch verstanden, dann macht ihr ein L. Da werdet ihr auch drangenommen und könnt eure Frage stellen. Okay. Das sind erstmal die wichtigsten Zeichen. Wir haben auch vor euch für das nächste Mal einen schönen Flyer zu drucken, auf dem die Zeichen nochmal drauf sind. Das haben wir leider dieses Mal noch nicht geschafft, weil die sind ja natürlich auch am Anfang, denke ich, ein bisschen schwer zu merken. Ja, lasst uns gemeinsam heute eine Tagesordnung erstellen. Das heißt, ich werde euch gerne fragen, was euch wichtig ist, was ihr in Zukunft ganz gerne machen wollt. Weil dieser Kreis hier ist nur der Anfang. Wir haben auch vor, mit euch demnächst auf den Plätzen AGs zu erstellen, uns in kleineren Gruppen zusammenzufinden, um weitere Aktionen zu planen. Denn es reicht nicht, dass wir nur Montag hier stehen und sagen, es kotzt uns an. Weil nur dadurch wird sich nichts ändern. Auch wenn wir in 1 Million stehen, wir müssen in Aktionen kommen. Und deswegen wollen wir euch einladen in den nächsten Wochen, eben sich zu AGs zusammenzufinden und hier direkt auf dem Platz Aktionen zu planen und sich einzubringen. Und da würde ich heute euch ganz gerne mal eine erste Feedbackrunde anfragen wollen, für den, der was sagen möchte, was ihr euch wünschen würdet, was ihr toll findet, wenn das stattfindet. Ja, also bitte anfangen einfach zu melden und dann wird das, ja, geht das in Gang. Ich bin sehr stark für die Zusammenfindung von einigen Leuten, die da vielleicht Lust drauf haben, mit mir zusammen da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Ich möchte gerne die AG Kreativer Ungehorsam gründen. Ich möchte mit Kreideaktionen, mit Stickeraktionen, vielleicht auch kriegen wir eine kleine Gesangstruppe auf die Beine gestellt, irgendwas solche Sachen. Ich möchte im Stadtbild auffallen. Ich möchte Werbung machen für die Montagsdemos und ich möchte vor allem Werbung machen zum freien Denken. Und ja, ich freue mich über alle, die da gerne mitmachen möchten. Ich wollte noch mal kurz was zu diesem Fuchs-Symbol sagen. Da wäre ich vorsichtig, weil genau so, wie ihr das gemacht habt, ist das Symbol der türkischen Nationalisten. Und da wäre ich einfach vorsichtig. Nicht, dass das irgendjemand in den falschen Hals bekommt. Vielleicht können wir uns was anderes dafür ausdenken. Ja, ich denke, das Feedback nehmen wir uns an, das überlegen wir uns das nächste Mal, das wussten wir nicht. Dankeschön für den Hinweis, ja. Hat keiner eine Idee? Das weiß ich nicht. Okay, dann bringe ich noch was vor. Mir wäre es ganz lieb, wenn wir uns wirklich zusammenfinden könnten zu Mitfahrgelegenheitsgruppen oder sowas. Für den Auftritt am Donnerstag, wenn Merkel nach Grimma und Bautzen kommt, 16 und 18 Uhr, das wäre mir schon irgendwo wichtig, da mal ein bisschen zu stören.
mal zu sagen, hey, wir sind hier und wir sind nicht mit deiner Politik einverstanden. Ja, also da wäre es mir ganz lieb, wenn ihr Mitverlegenheit gründet über Facebook, hier auf dem Platz nachher noch. Und ja, das wäre halt sehr schön, weil es ist ja dann auch nicht mehr besonders teuer, wenn wir da zusammenfahren. Danke, danke. Hi, Irene. Okay. Ich hatte jetzt aktiv daran gedacht, dass das, es kam von nebenan schon, dass Merkel ja am 28. Auch auf die Stimme kommt hier in Leipzig und dass man vielleicht aktiv gerade dann auch nicht unbedingt eine Mahnwache, aber dass man in dem Zeitpunkt auch präsent ist. Und gerade wenn viele Leute, die, sag ich mal, in dem System drin sind und Frau Merkel super finden, dass man da einen Platz einnimmt und alternative Informationen anbietet für die Leute, die da sind. Traut euch, Leute, das lebt auch von euch. Es geht nicht darum, dass ihr sagt, ja, ich stelle jetzt das oder das auf. Ihr müsst nicht die tollen Organisatoren sein. Es reicht vollkommen, wenn ihr sagt, ich finde, wir sollten mal wieder eine Aktion in dieser oder dieser Richtung. Eine Aktion in dieser oder jener Richtung machen. Einfach eure Wünsche auch äußern. Ihr seid nicht verpflichtet, das auch zu organisieren. Ich bin der Matthias. Ich habe dazu folgende Meinung. Ich bitte euch mal, mal umzuschauen. Wie viele hier auch stehen, es ist eine Handvoll. Wenn man sich zu so einem Kreis zusammenfindet, der sich noch mehr zusammenfindet, zusammenschließt und die da hinten vielleicht vorbeilaufen, ausschließt, sollte man sich darum kümmern, dass man in die Breite geht, dass man mehr wird. Wir sind nur vielleicht 50, 60 Mann. Das ist nicht, gar nichts ist das. Das ist für mich Nummer eins. Ehe wir jetzt hier Maßnahmen beschließen, die können wir nachher auch umsetzen, aber es kommt nichts dabei raus, weil wir haben keine Masse. Sehe ich genauso, was du gerade sagst, aber dieser Kreis ist ja auch dazu da, dass wir uns organisieren, wie kriegen wir die Masse. Und ich denke, wir kriegen die Masse, indem wir uns mehrere Meinungen anhören und dann gemeinsam die Aktion planen. Weil mir würde zum Beispiel gefallen, wenn wir regelmäßig Sprechchöre in der Stadt machen. Wenn wir einfach mal durch die Stadt gehen, entweder über einen People's Mic, also einer spricht vor, die anderen sprechen nach, dass man sich da ein paar Texte ausmacht und sowas wie ruft die friedliche Friedliche Revolution jetzt oder wir wollen endlich Volksentscheide oder Werbung macht für diese Veranstaltung und so weiter. Also das ist halt auch der Plan, die Masse, die hier an Leuten teilnimmt, zu vergrößern darüber. Genau, also ich würde diesbezüglich auch einfach nur hinzufügen wollen, dass der Kreis ja nichts weiter als die Erweiterung von Leuten ist, die sich eben Aktionen ausdenken. Ich meine, wir machen ja trotzdem ein Mikrofonprogramm, wir sind trotzdem jeden Montag hier, wir werden laut sein, wir werden versuchen, Leute zu aktivieren. Wir suchen ja nur nach weiteren Leuten und Ideen, das Ganze eben breiter zu gestalten. Also das schließt sich überhaupt nicht aus, würde ich sagen. Ja, hallo. Ich bin der Frank. Ey, wir uns hier zu einer Masse finden, das dauert natürlich, wir waren schon mal mehr Leute. Und ich wünsche uns allen eigentlich nur, dass wir sogar vielleicht die Resignation und Ignoranz unserer Freunde einfach aushalten können. Viel mehr können wir nicht machen. Und da gibt es auch Sprüche, auch das, was du nicht machst, machst du gut. Hat alles seine Berechtigung. Aber ich denke, wir als einzelne Bürger Leipzigs oder Menschen, wie auch immer, einfach aushalten können. Und nicht traurig zu sein, wenn vielleicht sogar der beste Freund keine Lust, keine Zeit hat, resigniert, traurig ist. Wir müssen es aushalten und auch damals hat es vielleicht ganz klein angefangen. Ich habe in Einbruch gewohnt und habe dann nur eine vermeintlich kleine Demo mitgemacht und das war schon Oberaffen, Dittengeil. Danke. Hallo, ich bin der Clark. Das passiert immer, wenn man Holländer am Mikrofon nimmt, dann kommt irgendwie so Störung. Ne? Also ich habe zwei Dinge. Also erstmal denke ich, es wäre ganz hilfreich, wenn Leute, die es wirklich viel wichtiger finden, miteinander zu reden, dass wir das irgendwo ein bisschen weiter von dem Kreis machen, dass wir uns wirklich konzentrieren können zusammen hier, weil sonst stört das immer ziemlich. Das Zweite möchte ich gerne den Patrick hier anschließen. Ich merke bei mir, ich habe mich ganz oft so machtlos gefühlt, weil der Krieg kommt jeden Tag am Tag näher. Ne?
Wir wissen alle, was passiert draußen. Wir brauchen eigentlich nicht zu viel einander zu erzählen von der Information, was in die Welt losgeht. Aber irgendwie kommen keine Lösungen. Ich denke, es ist einfach total wichtig, dass wir auf die Straße gehen, dass wir wirklich eine Art von Widerstand aufbauen, dass wir konkret was machen. Jeder von uns hat Kreativität, hat Ideen, hat Gedanken, hat irgendwie eine Idee von, das würde für mich total wichtig sein oder das ist für mich eine Form, die ich total gut machen kann mit anderen zusammen. Und es geht nicht darum, dass man das dann sofort anfangen soll alleine oder dass man alleine steht, aber jedenfalls mal anfangen, damit ist schon ein guter Start. So wie Donnerstag in, wo ist das, Grimma oder so, wenn Frau Merkel da kommt. Aber ich denke auch, diesen Flughafen Leipzig-Halle, wo immer diese Militärflüge hingehen, also ich verstehe nicht, warum wir nicht da alle hingehen können und einfach mal da auf der Bahn setzen, wenn es sein muss. Ne? Also es kostet mich einfach an, dass die frei, unbeschränkt einfach weitermachen können. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten, denke ich mal. Ich hoffe, dass wir uns gemeinsam filmen können und dass wir was machen. Einfach aktiv werden. Danke. Von mir nochmal ein ganz kurzes Statement zu, ich glaube, es war deine Aussage mit, dass man eine Masse braucht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen und in dem Punkt. Und ich glaube, dass die Ideen, die wir hier sammeln und auch die Mahnwache, die wir hier machen, der Wegbereiter dafür ist und dass man, wie gesagt, mit wenig Leuten anfangen kann, aber auch, dass die Aktionen, die wir jetzt hier Ideen sammeln und die wir planen, eben gerade dafür sind, mehr zu werden und Leute aufzuwecken und zu begeistern und wie gesagt, und ich glaube, man fängt immer irgendwo klein an, aber wenn man den Anfang nicht wagt, dann wird es halt auch nichts. So. Nochmal zu der Masse, wenn man sich überlegt, Pussy Riot, das waren 2, 3, 4, 5 Frauen oder so in der Kirche und die haben auch eine ziemlich große Medienpräsenz bekommen. Also wir müssen jetzt nicht Tausende auf den ersten Schlag sein, ne? Langsam. Ja, was mich jetzt hier noch ein bisschen stört, wir reden ja alle darüber, dass wir zu wenig sind, die hier sitzen, aber wir wissen, dass zur selben Zeit an einer anderen Stelle hier in der Stadt eine gleiche Veranstaltung läuft. Nun frage ich mich, warum wir hier an unterschiedlichen Orten sitzen, obwohl wir eigentlich am selben Ende des Seils ziehen. Und warum kommen wir mit den Leuten einfach nicht wieder ins Gespräch? Also es ist ja früher so gewesen, vor Monaten, dass wir wirklich alle auf derselben Veranstaltung gewesen sind und dass sich das dann irgendwann gespalten hat. Ja, es ist ja im Prinzip auch eine Montagsdemo. Die ist am Augustusplatz, genauso wie die früher auch am Augustusplatz stattgefunden hat, findet die heute noch dort statt. Findet jeden Montag statt um 18 Uhr, genauso wie diese Veranstaltung, auf der wir hier sitzen. Und man sollte einfach versuchen, mit diesen Leuten dort mal wieder ins Gespräch zu kommen und fragen, warum sitzen wir an unterschiedlichen Stellen. Ich habe allerdings auch, etwas Positives daran, wenn wir an unterschiedlichen Stellen sitzen, sehen uns mehr Passanten und werden mehr Leute auf uns aufmerksam. Kann natürlich auch von Nachteil sein, dass es kleinere Gruppen sind, die vielleicht weniger wahrgenommen werden. Hat alles sein Für und Wider. Hallo, ich bin die Sarah und ich habe gerade eben eine Idee diesbezüglich und zwar wieso, ich weiß es nicht, ob die Leute dort in Augustusplatz noch dort sind, aber wäre schön, wenn wir einfach alle laufen, wir alle bis dorthin laufen und, keine Ahnung, einen ersten Schritt machen, vielleicht heute oder nächste Woche oder... Die sind nicht mehr da, aber für nächste Woche einfach eine große, da wenn wir alle zusammen laufen mit einem Megafon und können wir unsere Ideen auch auf dem Weg, da wir können hier ruhig machen, aber vor kurz vor die fertig sind, dann können wir einfach alles zusammen dorthin laufen. Wäre schön und ein Zeichen und, ne? Könnt ihr das aufklären? Ja genau, aufklären wäre schön, weil wir... Ich glaube, die meisten Aktivisten, wir sind echt, das ist echt frustrierend. Ich lebe
Also ich noch mal mit etwas mehr Infos dazu. Ich sehe jetzt hier auf dem Platz bestimmt 10 Leute, die über mehrere Monate versucht haben, sich mit den Leuten auf dem Augustusplatz zu unterhalten und das wieder einzufädeln, dass man wieder eine gemeinsame Demo macht. Es ist einfach schlichtweg nicht möglich, weil man immer angefeindet wird. Man kann sagen, was man will, man kriegt einfach die übelste Keule übergezogen. Also ich finde, wir können vielleicht trotzdem einfach nächste Woche, weil jetzt sind sie wahrscheinlich schon weg, mal rübergehen und da die Assemblée machen, finde ich eine coole Idee, aber ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass das noch irgendwas bringt, weil diese Leute, die haben einen riesen Floh im Ohr, dass wir alle total böse sind und naja, noch andere Geschichten, die es jetzt ja eigentlich nicht wert sind, erwähnt zu werden. Aber wir können es gerne versuchen. Wollen wir da mal ein Stimmungsbild dazu machen? Was haltet ihr davon? Gut, dann überlegen wir uns das, wie wir das hinkriegen mit der Technik bis nächste Woche und dann machen wir mal einen Ausflug zum Augustusplatz. Also ich war vorige Woche noch drüben bei der anderen Demo, vor dieser Demo, und habe mit den Leuten versucht zu reden. Man kann mit diesen Leuten nicht mehr reden. Die haben ihren Standpunkt, wir sind rechts, die sind die Richtigen. Ich weiß nicht, was ich danach machen soll, weil bis vor 4 Wochen war ich ja noch drüben bei der anderen Demo. Nur wenn andere, die dasselbe wollen, als rechtsradikal beschimpft werden, diese Demo, tut mir leid, ich kann mich mit dieser Demo da drüben nicht mehr identifizieren und gehe deswegen hierher. Aber da muss es wie uns alle als Rechtsradikale benennen. Das machen sie ja. Ja. Nee, das machen sie alle. Ob das hier der Markus ist, der Veranstalter oder sonst wer, sind alles Rechtsradikale. Und da stand noch vor drei Wochen ganz groß an der LVZ von den Leuten behauptet. Also, ich weiß es nicht, tut mir leid. Hast du zufällig eine Erfahrung bringen können, mit aus welchen Gründen die uns für rechts halten? Oder haben die einfach nur gesagt, ihr seid rechts und Punkt und fertig und ohne Kommentar? Das ist halt, seitdem diese Gruppe sich abgespalten hat, weil sie mehr wollten wie nur Frieden. Seitdem sind das halt die Schlimmen, das sind die Rechtsradikalen, ich weiß es nicht. Und ich war ja noch, ich weiß nicht, bestimmt 6 Wochen, wo es diese Demo schon gab, die sonntags dann erst war, war ich ja immer noch bei den anderen. Und ich dachte mir, okay, das gibt sich wieder. Aber da sind der Lutz und der Bert, die sind so verbohrt und das geht nicht. Das ist einfach nicht zu machen. Ja, man kriegt immer nur dieselbe Antwort, das sind Rechtsradikale. Das ist Berlin gesteuert und nur das, nee, das ist kein Grund, aber für den ist das ein Grund, um das hier halt schlecht zu finden. Und mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Wir können es gerne versuchen, rübergehen. Also ich wäre jederzeit bereit, aber ich glaube auch nicht, dass es was bringt. Also. Ich war ja bis vor 4 Wochen, noch bei der anderen Demo, Ordner, und hab da mitgemacht. Nur, wenn man dann anfängt, andere zu beschimpfen als Rechtsradikale, kann ich mich damit nicht identifizieren, wenn ich weiß, weil ich kenne die Leute hier, die hierher gehen, oder viele davon, schon lange, und ich weiß, dass sie nicht rechtsradikal sind, und das ist totaler Quatsch. Und ja, stand vor 3 Wochen noch ganz groß in der Presse von Herrn Lutz. Von Lutz Metzger behauptet, da hat er ein Interview gegeben, der LVZ. Und das ist dann einfach zu viel. Ich glaube, ich war eben die Einzige, die vehement mit Nein gestimmt hat. Das liegt nicht daran, dass ich diese Zusammenführung für generell unmöglich halte, für irgendwann. Gar nicht. Ich glaube nur, dass wir im Moment wesentlich weiterkommen, wenn wir uns jetzt wirklich einfach mal auf uns konzentrieren und diesen ständigen Zwist einfach mal ein bisschen ruhen lassen, ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen und da auch ein bisschen Distanz reinkriegen. Das Ganze ist so frisch, wie gesagt, diese Dialogsversuche werden jetzt wochenlang an. Die haben auch wirklich erst vor einer Woche oder so oder vor 2 Wochen aufgehört fürs Erste. Bis dahin wurde es vehement versucht. Und im Moment ist es einfach der Stand, dass es viele Wege zum Frieden gibt, die gehen ein, hier wird versucht, ein anderer zu gehen mit mehr Aktivität. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass sie sich Grün wirklich nur als Mahnwache sehen. Wir wollen eine Demo. Und das ist, glaube ich, gerade ein Unterschied. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir ich persönlich halte es nicht für eine gute Idee, wenn wir rübergehen und da unsere Assemblée machen,
weil das sehr schnell als eine Invasion sozusagen interpretiert werden kann und nicht als ein Versuch zum Dialog. Ich glaube, dass es nicht gut ankommt. Und ja, also ich denke, das ist jetzt im Moment so ein bisschen Feuer mit Öl versuchen zu löschen. Das wird, glaube ich, im Moment nichts. Als allererstes wollte ich kurz den Vorschlag, der vor uns gebracht wurde, mit der Demo durch die Stadt absolut favorisieren. Das finde ich gut. Müssen wir ein paar schöne Plakate malen. Und da kommt es auch nicht drauf an, wie viele Leute gehen. Und so eine kleine Runde ist doch dann mal schnell gemacht. Man müsste bloß irgendwie tontechnisch aufmerksam werden. Also so eine kleine Tüte am Mund wäre dann vielleicht nicht schlecht. Und das dazu, dann gab es noch einen schönen Spruch, der gefiel mir, den habe ich jetzt kürzlich gehört. Fliegen kann man nur gegen den Wind. Also wir sind nun mal die Leute, die gegen die Strömung schwimmen. Und deswegen, ich sage mal, kommt es auch nicht so drauf an, denke ich mal, jetzt wirklich im Nachhinein, dass wir viele oder wenige sind. Natürlich fällt man oft mit mehr. Aber wichtig ist wahrscheinlich, dass es nicht total einschläft. Also das ist viel wichtiger. Wahrscheinlich, sagen wir mal, jeder weiß es nicht genau. Aber so eine Demo ist doch mal, ist nicht so viel Anstrengung. Ein paar schöne Plakate schreiben und mal hier eine Runde drehen, ist, denke ich, eine gute Sache. Wäre da dabei. Gut. Achso, und dann noch was eher zu dieser Geschichte. Ich habe ja von Daniel gehört, der hier immer gefilmt hat, dass der Krebsschaden ja auch war, dass derjenige von der Facebook-Seite Montagsdemo, also nicht Montagsdemo-Markt, die wir hier sind, sondern Montagsdemo normal, mit den vielen Likes, ja verschiedene Leute als Administratoren rausgeschmissen hat. Also ich denke mal, da gibt es gezielt schon Personen, die das wünschen, dass es hier geteilt ist. Also es gibt es bei jeder Bewegung. Das war beim Piraten genauso, bei der Piratenpartei. Ich kenne jemanden, der dort ganz begeistert mit war, waren alles tolle Leute und Zeug. Und dann kamen neue Leute rein, die von unten Anträge gestellt haben und dann einfach Programmpunkte ins Leben gerufen haben. Und damit konnten sich nicht mehr alle identifizieren. Und da wurde es gespaltet und damit war die Kraft weg der Partei. Und so ähnlich funktioniert das hier. Also es gibt, ich sage mal, gezielten Angriff auf die Montagsdemo. Ich bin da der vollsten Überzeugung. Also es gibt hier Leute, die das nicht wünschen. Und deswegen ist es so, ich weiß nicht, ob wir uns dann den falschen Leuten hinterherlaufen. Also wir machen unser Ding, denke ich. Okay. Ja, ganz kurz nochmal. Wo ich hierher gekommen bin, ich dachte eigentlich, dass ich bei der linken Montagsdemo bin. Wo sind denn die Nazis? Ich habe mich schon gewundert. Also daran kann man auch mal ganz deutlich sehen, dass das mit den Nazis bloß ein Totschlagargument unserer Initiative ist. Egal, ob die hier steht oder auf der anderen Seite. Es ist wurscht. Es geht uns allen nur um eins, dass diese Welt endlich schöner, vor allen Dingen friedlicher wird. Ja, ich bin jetzt seit Monaten dabei. Ich dachte, dass wir die Links-Rechts-Diskussion eigentlich hinter uns gelassen haben, weil das in Deutschland doch immer kommt, die rechte Keule. Was wollte ich noch sagen? Ja, dass wir auch mal begreifen können, dass wir nur ein Teil einer weltweiten Bewegung sind, die in allen möglichen Ebenen gerade stattfindet. Und wenn es Leute sind, die Kleingärten anlegen, Garten anlegen in Städten, irgendwelche Festivals organisieren, wo Leute alternative Lebensformen leben. Und ja, überall, ich unterhalte mich mit vielen Leuten, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja, ich weiß nicht, ob wir an der Stelle leider die Assemblée beenden müssen, wenn es hier anfängt zu regnen, weil unsere Technik ansonsten durchschmort. Wenn jemand noch was Wichtiges zu sagen hat, wir sind ja auch ein bisschen weniger geworden, wir können ja gerne nochmal zusammenkommen hier an der Stelle. Ansonsten würde ich einfach nochmal sagen, wir treffen uns ja nächsten Montag wieder und eure Ideen sind aufgenommen und unser Plan ist, dass wir das nächste Mal neben dem Mikroprogramm und einer Assemblée, wie sie heute stattgefunden hat,
auch Diskussionsgruppen machen wollen, in denen explizit solche Ideen jetzt dann auch geplant werden. Es geht nämlich nicht nur darum, eben darüber zu reden, es geht darum, dass wir uns hinsetzen und dass wir uns alle, vor Zeit mit diesem Satz, aber den Arsch hochkriegen und wirklich was tun. Jeder dort, wo er möchte. Dann wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg und hoffe, ihr seid nächsten Montag dabei.